Hallo und herzlich willkommen zur ConMedia 2014 mit dem Thema Work-Life-Balance, mein Job, mein Leben und ich. Work-Life-Balance, das ist ja auf jeden Fall mal ein sehr, sehr schönes Wort und ist auch einfach dahergesagt. Aber was bedeutet das eigentlich genau? Wenn man es jetzt übersetzt, dann ist das recht einfach. Arbeit und Leben irgendwie ins Gleichgewicht bringen. Es ist aber jeder von uns unterschiedlich, das heißt, jeder von uns arbeitet anders, lebt anders, das heißt, jeder hat auch eine ganz eigene Work-Life-Balance. Und Sie waren vielleicht vorhin schon hier bei uns im Foyer, haben das ein oder andere Spiel mitgemacht, vielleicht waren Sie auch schon beim leckeren Catering, haben dort was zu essen bekommen. All das spielt in Ihre persönliche Work-Life-Balance mit hinein. Da werden wir aber noch später drauf eingehen. Jetzt möchte ich Ihnen erstmal meine charmante Kollegin am heutigen Abend vorstellen, Elsa Rüff. Und der Mann an meiner Seite ist heute Abend Martin Hoffmann. Heute Abend sind aber nicht nur Martin und ich aktiv, sondern auch Sie. Und zwar müssten Sie auf Ihren Stühlen eine blaue Karte vorgefunden haben, eine gelbe und dann noch so eine weiße Karte. Und die weiße Karte können Sie einfach mal unter Ihren Stühlen verstauen. Und die gelbe und die blaue brauchen wir immer wieder, wenn wir mit Ihnen heute Abend Abstimmungen machen. Und damit fangen wir jetzt gleich mal an. Und zwar geht es bei uns, genau, ich warte noch, bis Sie alles verstaut haben. Und zwar geht es bei uns ja heute Abend die ganze Zeit um Work-Life-Balance und auch viel um das Thema glücklich sein. Und deswegen meine erste Frage an Sie, wie geht es Ihnen denn heute Abend? Wenn Sie sagen, mir geht es super, dann heben Sie die gelbe Karte hoch und die zweite Option. Und wenn Sie sagen, ach, ich habe vielleicht doch ein paar Dinge, die mich bedrücken, vielleicht sind Sie erkältet, so wie ich, oder ja, Sie sagen einfach, Ihnen geht es heute gar nicht so gut, dann heben Sie die blaue Karte hoch. Das ist ja Wahnsinn, also fast nur gelb, ab und zu was Blaues, aber die Mehrzahl ist auf jeden Fall gelb. Und das liegt wahrscheinlich auch daran, dass Sie genug Geld verdienen, um das zu machen, was Sie gerne machen möchten. Denn Geld spielt bei der Work-Life-Balance, so schade wie es eigentlich auch ist, eine entscheidende Rolle. Manche müssen auf ihr Privatleben verzichten, damit sie einfach mehr Zeit haben zum Arbeiten. Aber andere, die stürzen sich richtig in die Arbeitswelt hinein, weil es ihnen einfach Spaß macht. Und alles wegen einem Ziel: glücklich sein. Wir wollen alle glücklich sein. Ich habe da einen ziemlich passenden Spruch gelesen. Wenn Geld nicht glücklich macht, dann haben Sie es wahrscheinlich einfach falsch ausgegeben. Das ist natürlich, man kann es nicht ganz so stehen lassen. Deswegen, wenn man das ableitet einfach mal, man könnte sagen, okay, Sie verdienen mehr Geld, das bedeutet dann, Sie geben es natürlich richtig aus, weil jeder gibt sein Geld natürlich richtig aus, dann müssten Sie auch glücklich sein. In Deutschland verdient man relativ viel, das heißt, in Deutschland leben sehr, sehr viele glückliche Menschen. In Bhutan, da wird das Glück sogar staatlich erfasst und das fanden wir so spannend, dass wir mit einem Experten in Bhutan ein Skype-Interview geführt haben. Zum ersten Mal an diesem Abend, Film ab bitte. Bhutan. Ein kleines Königreich, das im Süden an Indien und im Norden an den tibetischen Teil Chinas angrenzt. Am Fuße des Himalayas gelegen, ist es von hohen Bergen und tief eingeschnittenen Tälern geprägt. Mit rund 700.000 Einwohnern leben dort etwas mehr Menschen als in Stuttgart. Allerdings auf einer Fläche, die ungefähr so groß ist wie Baden-Württemberg. Als einziges Land auf der Erde streben die Bhutaner nicht nach einem stetig steigenden Bruttoinlandsprodukt, sondern nach dem Bruttonationalglück. Was bedeutet denn Bruttonationalglück? Das Bruttonationalglück wurde 1979 von dem damaligen vierten König von Bhutan eingeführt. Das dient dazu, die Nation und ihre Werte zu schützen und Rahmenbedingungen zu schaffen, die es jedem Einzelnen ermöglichen sollen, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Es geht dabei um eine ausgewogene und nachhaltige Entwicklung der Gesellschaft. Natürlich werden auch materielle Werte berücksichtigt. Doch diese werden nicht hervorgehoben, sondern stehen mit kulturellen, spirituellen, politischen und ökologischen Werten auf einer Ebene. Hier ein Beispiel. Bhutan hat eigentlich großes Wachstumspotenzial, doch dieses wird nicht realisiert, da eine Rahmenbedingung besagt, dass 60% des Landes von Wald bedeckt sein müssen. Es wurde sogar eine Touristensteuer von $250 pro Tag eingeführt, um diese Bedingung einzuhalten. Spielt das Thema Work-Life-Balance eine Rolle im Leben der Bhutaner?
Der Begriff ist zwar nicht weit verbreitet, aber trotzdem versuchen die Menschen, ein ausgeglichenes Leben zu führen. Denn genau das ist die Idee, die hinter dem Bruttonationalglück steckt. Es soll den Menschen helfen, ein harmonisches Leben zu führen. Neben der Arbeit werden besonders kulturelle Traditionen gewahrt. Kleidung, Tänze, Bogenschießen, auch der Buddhismus spielt eine wichtige Rolle. Was bedeutet es denn für Sie persönlich, glücklich zu sein? Ob ich glücklich bin oder nicht, hängt von meiner mentalen Einstellung ab, da ich diesen Zustand nicht erzwingen kann. Ich bin vor allem dann glücklich, wenn ich mich für die Dinge, die ich getan habe, nicht schäme. Gibt es etwas, das wir und der Rest der Welt von Bhutanern lernen können? Ja. Spontan fallen mir zwei Aspekte ein. Erstens, je einfacher Sie Ihr Leben leben, desto glücklicher werden Sie sein. Zweitens, respektiere dich und dein Leben. Die Menschen in Bhutan gehen äußerst respektvoll und tolerant miteinander um. Dadurch sind alle sehr zuvorkommend und hilfsbereit, was das Leben in Bhutan besonders angenehm macht. Ja, beeindruckend, wenn das in Bhutan wirklich so funktioniert. Unser erster Gast heute Abend hat auch schon viel über das Glück nachgedacht und sogar schon Bücher darüber geschrieben. Er ist aber nicht nur Autor, sondern auch ehemaliger Redaktionsleiter der Harald-Schmidt-Show, Moderator und ganz wichtig Wanderer. Herzlich willkommen, Manuel Antrag. Hallo. Hallo. Antrag, hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir bleiben erstmal noch stehen. Wir setzen uns später. Herr Antrag, Sie sind auch schon viel rumgekommen. Waren Sie denn schon mal in Bhutan? Ja, den piept's wohl, $250 am Tag wandern. Nee. Nein, da gehe ich lieber auf der Schwäbischen Alb wandern. Ja. Das heißt, Sie könnten sich auch nicht vorstellen, dort zu leben? Nee. Ja, nee, also ich glaube schon, dass, wenn ich das richtig verstanden habe, dass dann auch die Glückskomponente ist, dass halt viel Tradition gepflegt wird. Und wenn man dann da so ein Reingeschmeckter ist, dann klappt das, glaube ich, wird nicht. Wird man nicht so richtig glücklich dort? Nee. Bhutan ist wichtig, dass seine Einwohner glücklich ist. Mir ist wichtig, dass unsere Gäste heute Abend glücklich sind. Bisher klappt das sehr gut. Ja, sind Sie gerade glücklich? Ja, super. Ja, Haribo, wie heißen die? Weichbären? Ne? Waldbären? Weich. Die sind so Softbären. Das sind die Softbären. Die waren sehr gut. Die haben Sie gerade gegessen. Mhm. Essen Sie immer, wenn Sie glücklich sein wollen. Ja, genau. Ja, das ist, Süßigkeiten machen glücklich. Machen glücklich, ne? Das stimmt. Gab es in der Maske übrigens sehr, sehr viele. Also dementsprechend müsste der Antrag sehr, sehr glücklich sein gerade. Genau, absolut. Sie wandern sehr viel, Herr Antrag, und sind auch gerne in der Natur. Da müssen Sie sich auch auf unserer Bühne pudelwohl fühlen. Ja, ich finde das großartig. Ja, also diese selbstgeschnitzten Holzstämme, vor allem hier mit diesen, das kommt auch oft in der Natur vor, ne? Ja, das ist die Alufolie und diese Schaumstoffdinger. Nein, das ist sehr liebevoll gemacht und ich fühle mich wie im Wald. Super. In unserem Bühnenbild kann man aber nicht nur eine Berglandschaft sehen, sondern auch passend zu unserem Thema die verschiedenen Höhen und Tiefen, die wir im Leben durchlaufen. Mal gibt es Sonnenschein, mal bahnt sich ein Gewitter an und dann auch die vielen verschiedenen Wege, die man im Leben gehen kann. Herr Antrag, Sie sind auch schon viele Wege gegangen in Ihrem Leben, aber bevor wir darüber reden, erstmal noch ein kleines Video für alle, die Herrn Antrag vielleicht noch nicht so gut kennen. Bekannt wurde er als Sidekick von Harald Schmidt, für den er 13 Jahre lang die Redaktion der Show leitete. Heute ist Manuel Andrack leidenschaftlicher Wanderer. Bei seinen Touren durch die Eifel hat der 48-Jährige seine ganz persönliche Balance entdeckt. Nebenbei schreibt er Bücher, moderiert seine eigene Sendung im Saarländischen Rundfunk oder tourt mit seinem Programm durch Deutschland. So, Antrag, wir haben gerade gehört, Sie sind bekannt geworden, für alle, die Sie noch nicht so gut kennen, bei Harald Schmidt. Und bei dem Stichwort kam ein Foto, aber das war nicht Harald Schmidt, sondern meine Mutter. Okay. Also nicht verwechseln, ja. Ich meine, viele haben ja Harald Schmidt lange nicht mehr gesehen. Nicht, dass die denken, er hat sich ein bisschen verändert. Ne? Was ist gut. Was fällt Ihnen denn ganz spontan bei dem Stichwort Harald Schmidt ein? Bester Moderator von Deutschland, leider ein bisschen auf den Sender gewechselt und er hat mich halt zum falschen Zeitpunkt rausgeschmissen und sich was Junges Blondes gesucht, Herrn Pocher, ne? Gott, Pech gehabt, ne? Sie haben mal über Harald Schmidt als Chef gesagt, Harald Schmidt hält sich für den Größten oder Harald Schmidt duldet keine anderen Götter neben sich. Haben Sie denn unter der Macht von Harald Schmidt gelitten? Nein. Ich finde ja irgendwie, habe ich auch gerade gesagt, dass er das
völlig zu Recht immer gemeint hat, ne? Dass er keinen neben sich, wer soll ihm denn das Wasser reichen, jetzt mal ehrlich? Markus Lanz, Elton, Stefan Raab, also ich meine, ich sehe keinen, ja? Ihr natürlich, ja, ihr werdet natürlich, wer aus der knüppelharten Moderationsschule der Hochschule für Medien in Stuttgart kommt, der wird natürlich auch Harald Schmidt knacken. Ja. Ich sehe schon, das könnte was werden heute Abend bei uns. Ja, das läuft ganz gut hier. Das läuft ganz gut. Was kam denn nach der Harald-Schmidt-Zeit? Erzählen Sie mal ein bisschen. Naja, das hat sich ja bei mir irgendwie so ein bisschen überschnitten. Oft denken die Leute dann, mit Harald Schmidt war vorbei und dann habe ich mit Wandern angefangen. Nein, ich bin natürlich schon vorher gewandert und das war ja auch noch bei meiner aktiven Zeit bei Harald Schmidt, als dann auch mein erstes Buch über das Wandern erschien. Und ja, das habe ich dann einfach intensiviert. Ja? Bücher schreiben, Kolumnen schreiben, Reportagen schreiben, Lesungen, jetzt eine Bühnenshow, eigene Fernsehsendungen machen. Und ja, so hat sich das entwickelt. Sie haben gerade die Bühnenshow angesprochen, das ist die Antrags kleine Wander-Comedy. Antrags kleine Wandershow. Premiere genau, hier in Stuttgart gehabt, in der Rosenau. Ja. Es ist so ein tolles Publikum in Stuttgart. Ja, das stelle ich heute Abend wieder fest. Was ist denn so lustig am Wandern? Am Wandern ist natürlich gar nichts lustig. Ja, aber es gibt natürlich schon Skurrilitäten am Wegesrand, merkwürdige Wegweiser. Es gibt Leute wie mich, die sich überfordern, die Watzmann-Ostwand hochzusteigen. Und wenn man das dann vor Publikum erzählt, dann kann das sehr lustig sein. Können Sie da noch ein bisschen genauer drauf eingehen? Diese Überforderung, das interessiert mich jetzt dann doch sehr. Ja, gut. Ich habe mich überreden lassen von dem Geo-Spezialredakteur und der sagte, so schwierig ist das nicht und nimm dir einen Bergführer, dann schaffst du das schon. Trainier ein bisschen und mittendrin stellte ich fest, ich habe Höhenangst. Und dann ging es aber nicht mehr zurück. Und wenn man auch diese Fotos sieht, dann kriegt man auch im Publikum echt Mitleid mit mir. Trainieren ein bisschen ist ja auch sehr vage formuliert. Ja, was war denn ein bisschen? Naja, Kondition. Also es ist ja ein Unterschied, ob ich 40 Kilometer flach wandere oder eben auch sehr steil. Also ich bin dann immer so Berge hochgerannt. Und natürlich, ja, Klettern muss man schon üben. Ne? Also ich war dann in der Kletterhalle und der Klettercoach hat gesagt, geh mal erstmal so diese, was so die Kinder machen bei uns, das heißt Schlumpfine, ne? Nur die blauen Knubbel nehmen. Und da bin ich dann abgestürzt und dann hat er gesagt, gut, nimm auch die grünen, gelben und roten Knubbel dazu, kletter Smarties. Ne? Ja. Das habe ich dann geschafft. Für die Tour wird es reichen, hat er gemeint. Für die Tour wird es reichen, ja, genau. Ostwand, ja. Mein Gott, Bergführer dabei, angeseilt. Das Problem war nur, der Bergführer war 68 und hat die ganze Zeit gestöhnt, mein Kreuz, mein Kreuz, mein Kreuz. Und der hatte nämlich sich Rippen gebrochen vorher, weil er von der Haushaltsleiter beim Efeu-Schneiden am Haus 3 Meter runtergefallen war. Oh. Und kam selber kaum den Berg hoch und ich dachte, wenn der mir jetzt abschmiert und ich hänge bei denen am Seil, ja, also... Ja, siehst du, die lachen doch. Ja, ist doch lustig, das Wandern, oder? Ja, lustig. Und wenn ich dann erst anfange, über Unterhopfung zu reden, ein Problem, was viele Wanderer haben, ja. Genau. Dafür wollen wir natürlich nicht sorgen, wenn Sie unter Unterhopfung leiden, dann sagen Sie einfach Bescheid und dann regeln wir das. Ja, ich habe doch 7:45 habe ich mein erstes Bier bestellt, ne? Ja, dann haben wir noch eine halbe Stunde Zeit, da wird es aber auf jeden Fall auf der Bühne sein. Perfekt. Sie haben mal gesagt, Wandern macht erstens gesund, zweitens schlau und drittens glücklich. Und sexy. Sexy. Dann erklären Sie uns doch mal, also gesund kann man ja noch verstehen, aber warum schlau, warum glücklich und warum sexy? Ne, sexy ist Quatsch. Nein, das ist ein blöder Spruch. Nein, steht aber im Klappentext. Ja, steht im Klappentext, aber zu Recht haben Sie es nicht erwähnt. Oh. Ja, also Wandern gesund, klar, geschenkt, ne? Kreislauf, Herz, alles. Schlau ist es wirklich so, also wenn man sich die alten Philosophen vorstellt, da hat nur einer in der Tonne gelegen, aber die anderen sind ja wirklich immer auf und ab gegangen. Ja? Und da sind ihnen die besten Ideen gekommen. Und also wenn man jetzt mit einer Gruppe mit dem Schwäbischen Albverein unterwegs ist, ist das schwierig, aber wenn man alleine wandert, dann kommen einem die besten Ideen. Ja? Dann, das ist so wie so ein kleines IQ-Kraftwerk, so eine Wanderung. Also Wenn Albert Einstein auch noch gewandert wäre, dann wäre wirklich was aus dem geworden. Ja? Und, nee, also das ist wirklich so. Und glücklich macht es, ja, indem, ich weiß auch nicht, wie das passiert, es ist eine Mischung aus Bewegung und den schönen Landschaften, die wir sehen, dass sich da die Glücksendorphine einstellen. Probiert das auch mal, ihr jungen Leute, dann werdet ihr sehen, das macht glücklich. Nicht nur Runners High, sondern auch Wanderers High. Und damit wir uns jetzt auch gleich mal ein bisschen... Ihr sollt zum Ende kommen, ja. Das sind die netten roten Schilder, die an der Seite immer hochgehalten werden. Das heißt für uns, jetzt seid mal still, geht weiter. Und genau das machen wir jetzt. Wir stehen jetzt mal auf, bewegen uns ein bisschen, machen eine sehr, sehr kurze Wanderung, nämlich einfach auf die andere Seite von der Bühne. Okay.
Genau, und hier haben wir, sehen wir vier Bereiche: Körper, ja. Social Life, Motivation und Job. Yes. Und da können Sie einfach mal die Bereiche rausziehen, wie sich der jeweilige Bereich in Ihrem Leben ausprägt. Also Körper steht für, wie viel Sport machen Sie, achten Sie auf eine gesunde Ernährung, Social Life steht dafür, Social Life steht dafür, wie viel Zeit haben Sie für Ihre Familie, für Ihre Freunde. Motivation ist die eigene Antriebskraft, quasi jeden Morgen aufzustehen und Lust zu haben und Motivation zu haben. Und der Job eben, wie viel Raum der Job in Ihrem Leben einnimmt. Reihenfolge ist wahrscheinlich egal, oder? Genau, und dürfen gerne kommentieren. Totales Outing hier, weil welches, also ich ziehe das hier raus. Genau, den Pfeil einfach kräftig nach außen. Motivation natürlich hammermäßig. Ehrlich natürlich, wir vertrauen auf eine ehrliche Einschätzung. Ja, selbstverständlich. Ja, gut. Das sieht so unmotiviert aus, oder? Nein. Natürlich, ich bin immer top motiviert. Aber Sie haben es gleich als Maximum rausgezogen, also fast die Verankerung. Weiter wäre, glaube ich, nicht gegangen. Ja, natürlich das Maximum. Nee, das stimmt aber wirklich, also egal, weil das ist ja quasi auch übergreifend, finde ich. Also ich bin top motiviert, ob ich am Wochenende aufstehe und weiß, jetzt spiele ich mit meiner Tochter. Ich bin aber auch top motiviert im Job, doch, muss ich schon sagen. Ja, gut, ein bisschen weniger, so angekriegt. Also Sie können es machen, wie Sie wollen, also wenn Sie es rausreißen möchten. Wenn das hier auf Kritik stößt, nee. Das schwächt meine Motivation morgen. Job, das ist jetzt ja wirklich bei mir die Frage, also auch bei Work-Life, bei mir ist natürlich Wandern Job auch, ja, und aber eigentlich ja auch Freude und manchmal auch Social Life, weil man mit Freunden geht oder mit der Familie. Es macht auch nicht alles Spaß im Job. Ich schreibe gerade ein Buch über die schönsten Wanderwege in NRW, das ist echt tierisch langweilig, das zu schreiben. Ja, das ist ein wunderbares Buch, also ich empfehle das auch nur, aber weil ich die meisten Wege, die habe ich schon beschrieben, jetzt muss ich ihn nochmal wieder kauen und ich will ja nicht Copy und Paste machen, ja, wie ihr jungen Menschen das so gerne mal macht, ja. Nein, ist auch ein Klischee, aber nein, ich möchte ja mir was Neues dazu ausdenken, also Job ist nicht immer so. So, machen wir mal Job so, Social Life, ja, früher weniger, jetzt bemühe ich mich doch immer mehr Zeit, doch mit Familie und Freunden zu haben, also ja, doch ein bisschen hinter Job, ne? Wollen wir mal ehrlich sein. Wandert ja. Ihre Familie manchmal mit? Ja, in Zukunft wieder verstärkt. Warum wieder verstärkt? Ja, weil jetzt ist meine Tochter 3, jetzt muss sie selber laufen. Ja. Ja, früher musste ich die dann tragen. Ne? Also, hier. Nee. Wäre vielleicht aber gar nicht schlecht gewesen für die obere. Was soll das heißen? Ich bin nicht zu dick. Nein, also auf den Körper muss ich ja alleine schon achten. Also ich bin wirklich, also wenn ich einen guten Vorsatz immer habe, Silvester ist ja gar nicht so lange her, dann ist das wirklich keine guten Vorsätze zu haben. Ja? Also nicht weniger Alkohol trinken, ja? Nicht gesünder leben, sondern einfach es sich gut gehen lassen. Ich sage mir aber natürlich manchmal, wenn ich dann Rückenschmerzen habe und mir dann denke, ich habe wie einige Freunde in meinem Bekanntenkreis schon einen Bandscheibenvorfall und kann dann nicht mehr wandern, dann ist das ja geschäftsschädigend. Ja? Also muss ich doch ein bisschen was für den Körper tun, ein paar Mal schwimmen gehen, Liegestütz machen und sowas, was keinen Spaß macht. Also das ist doch das geringste Wichtigkeit, so ein bisschen rausgezogen. Und was bin ich jetzt für ein Typ? Habt ihr jetzt so ein... Das kommt später. Deswegen haben wir hier auch noch Experten dabei, die das nachher nochmal genauer analysieren werden. Hey. Macht ihr denn jetzt so Striche oder macht das jetzt jeder Gast? Es wird ja gefilmt alles. Wir müssen das nicht erstmal abfotografieren oder so. Ah, verstehe. Okay, gut. Manuel Antrag hat uns jetzt gezeigt, wie es bei ihm im tiefsten... nochmal schnell was verbessern. Ja, nochmal schnell. Motivation. Also... Sie können den Pfeil auch nachher mitnehmen, wenn Sie möchten. Das ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich kann den hier hintragen, ja. Das ist Ihr Feld nachher. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Der Herr Antrag, der hat uns jetzt gezeigt, wie es bei ihm im tiefsten Inneren aussieht, sein Seelenleben einfach hier auf die Bühne gelegt. Wir haben uns das Modell aber natürlich nicht ausgedacht. Es beruht auf der Wissenschaft, wie eigentlich fast alles auf der Wissenschaft beruht. Wir haben hier auf der Bühne Pfeile. Im eigentlichen Modell sind das Kreise oder Bubbles. Und umso mehr Platz die Sachen im Leben einnehmen, hier bei Manuel Antrag, Motivation nimmt einen Riesenteil vom Leben ein, umso größer sind die dann auch. Und erfunden hat das unser Experte am heutigen Abend, in der ersten Reihe Sitzer, Professor Dr. Lothar Seiwert. Gleich wird er noch hier auf der Bühne sein, werden noch länger mit ihm reden am heutigen Abend. Jetzt möchten wir ihn aber erstmal zeigen, wie das Modell überhaupt funktioniert in der Praxis und wie es sich dann auch verändert. Und deswegen möchte ich Ihnen erstmal Lea vorstellen. Es ist 1992. Das ist Lea. Sie ist 7 Jahre alt. Nach der Schule spielt Lea mit ihren Freunden Volleyball. Am späten Nachmittag kommt Lea nach Hause.
Ihre Mutter steht in der Küche und bereitet das Abendessen vor. Lea hilft ihr dabei. Wenn Leas Papa nach Hause kommt, ist die Familie gemeinsam zu Abend. Jeder erzählt von seinem Tag. Am Wochenende verbringt die Familie viel Zeit miteinander. Mal gehen sie ins Kino, mal gehen sie ins Schwimmbad und mal gehen sie in den Zoo. Eines Nachts liegt sie im Bett und träumt von ihrer Zukunft. Sie möchte auch so ein Leben führen wie ihre Eltern. Die Jahre vergehen und Lea wird älter. Lea macht ihren Abschluss. Nach dem Abitur möchte sie ausziehen und die große Welt sehen. Nach 3 Jahren beendet Lea ihr Studium. Jetzt freut sie sich auf die Arbeitswelt. Sie sucht in Zeitungen und im Internet motiviert nach dem passenden Job. Doch es ist gar nicht so einfach, einen Job zu finden. Sie erhält viele Absagen. Nach einiger Zeit erhält Lea eine positive Antwort. Leider ist es nur ein befristeter Vertrag. Sie erinnert sich an ihren Papa. War es bei ihm auch so kompliziert? Lea hat Spaß bei der Arbeit. Die Aufgaben sind abwechslungsreich und sie hat nette Kollegen, mit denen sie auch nach der Arbeit gerne ausgeht. In einem Café lernt Lea Finn kennen und verliebt sich in ihn. Beide schweben auf Wolke 7. Nach einer glücklichen Zeit beschließen sie zu heiraten. Endlich erhält Lea eine sichere Arbeitsstelle. Nach kurzer Zeit wird Lea unerwartet schwanger. Die beiden bekommen einen kleinen Jungen, Emil. Beide einigen sich, dass Lea weiter arbeiten geht und Finn zu Hause bei Emil bleibt. Lea ist sehr aktiv und viel beschäftigt, trotzdem meistert sie erfolgreich ihren Alltag. Abends liegt sie im Bett und ist zuversichtlich, dass sie auch weiterhin alles unter einen Hut bekommt. Durch ein großes Projekt muss Lea immer mehr für die Arbeit tun. Dadurch hat sie leider nicht mehr so viel Freizeit, wie sie gerne hätte. Weil sie jetzt auch am Wochenende arbeitet, leidet ihre Familie sehr. Lea freut sich, dass sie befördert wird. Auf einmal bekommt sie es mit der Angst zu tun, da ihr der Job über den Kopf wächst. Lea fragt sich, wo bleibe ich? Habe ich mir mein Leben wirklich so vorgestellt? Ja, wir haben gesehen, Lea hat am Ende keine ausgeglichene Work-Life-Balance mehr. Die 4 Bereiche Körper, Social Life, Motivation und Job sind aus dem Gleichgewicht. Wie wir der armen Lea helfen können, weiß Gott sei Dank heute Abend Professor Dr. Lothar Seibert. Wir sind froh, den Erfinder dieses Work-Life-Balance-Modells heute Abend hier vor Ort zu haben. Er wird uns mit seinem Expertenwissen immer wieder unterstützen und auch Sie, liebes Publikum, sind nicht vor ihm gefeit. Denn wenn Sie in Aktion treten, wird er Ihre Handlungen wissenschaftlich einordnen und analysieren. Begrüßen Sie mit mir Autor, Zeitmanagement-Experte und Erfinder dieses Work-Life-Balance-Modells. Herzlich willkommen, Lothar Seibert. Herr Seibert, schön, dass Sie da sind. Hallo, hallo. Stelle ich mich zwischen euch, ja? Genau. Ja, Sie genau. Stehen hier. Herr Seibert, was können Sie denn der Lea empfehlen? Ja, weiter so. Weiter so, aber Ihr Leben ist ja aus dem Ruder gelaufen. Ja, entscheidend ist, die mathematische Gleichverteilung zwischen diesen 4 Bereichen ist vollkommen unrealistisch, sondern je nach Lebensphase dominiert mal der eine oder der andere Bereich. Und wichtig ist, dass man dauerhaft in eine Balance kommt. Wenn nicht, kommt Stufe 1 Burnout, dann kommt, erstmal haben wir Stress, das gilt ja als schick, dann haben wir Burnout, dann haben wir Depression und manchmal auch Suizid. Und das wollen wir aber jetzt nicht weiter vertiefen. Warum ist denn das Thema Work-Life-Balance gerade heute so relevant? Ja, weil wir in einer Zeit leben, wo eigentlich niemand mehr Zeit hat. Wir werden ständig gehetzt. Jeder will alles am liebsten schon vorgestern haben. Wir tun was. Der Chef ruft an und sagt, ich habe Ihnen doch vor einer halben Stunde eine E-Mail geschickt. Wo bleibt denn Ihre Antwort? Ja, keiner hat mehr Zeit. Und
es wird alles immer komplexer und vielfältiger. Ich will es mal vielleicht an einer kleinen Demonstration verdeutlichen. Ich habe hier eine kleine Blumenvase aufgetan. Da ist Wasser drin. Ja. Und das Wasser ist eine Metapher für die Arbeit. Und ich habe hier zwei Gläser für die Zeit. Ja, und früher haben wir unseren Tag geplant, das abgearbeitet, was wir erledigen wollten. Und dann konnten wir uns den angenehmen Dingen zuwenden. Das funktioniert heute aber nicht mehr. Warum? Ja, der andere kennt das mit den ganzen E-Mails. Kaum hat man alle weggearbeitet, schon sind wieder neue da. Ja, es passiert einfach. Ja, und dann kommt ein Kollege rein, sagt, hast du mal eine Minute Zeit? Ja, es ist nie eine Minute und wieder verrinnt, ja, eine Viertel oder halbe Stunde. So, und jetzt sind die beiden Gläser voll und jetzt passiert Folgendes. Ich stell die beiden mal zur Seite. Das eine ist der Vormittag, das ist der Nachmittag. Und dann bauen die meisten ein weiteres Glas dran. Im deutschen Arbeitsrecht, wir haben ja eine Rechtsanwältin unter uns, nennt man das Mehrarbeit oder Überstunden. Den Begriff habe ich bis heute nicht verstanden, aber nicht so wichtig, weil es hört ja nie auf. Ja, weil kaum habe ich 3, 4 Mails rausgeschickt, kommen 10, 12, 15 weitere ran und wollen etwas. Ja, dann gibt es ja noch das Privatleben. Da ist beispielsweise der Hund krank, der Vierbeinige. Ja, da muss jemand beim Tierarzt im Wartezimmer sitzen und wieder verrinnt Zeit. Oder der Schwiegertiger hat einen runden Geburtstag, da muss in der Regel sie Kuchen backen, Geschenkle besorgen und so weiter, Blumen kaufen und wieder verrinnt Zeit. Und das können wir jetzt beliebig weitermachen, aber ich stopp mal hier an der Stelle. Aber jetzt ist leer, oder? Nein, es ist immer noch was drin hier. Und im Grunde genommen hört es nie auf und deshalb ist Work-Life-Balance ein ständiger Prozess. Jetzt hat der Herr Antrag, der da drüben so ganz entspannt gesitzt, der möchte mal seine Work-Life-Balance von einem Experten eingeschätzt bekommen, das hat er gerade gesagt. Jetzt sehen Sie, dass hier Motivation komplett rausgezogen. Wie weit ist der Herr Antrag vom Burnout weg, wenn Sie das so sehen? Und wenn Sie ihn da drüben auch noch sehen? Also wenn ich ihn so sitzen sehe, ganz entspannt, sieht das schon mal sehr gut aus. Ich komme mal zu Ihnen, um die Situation zu verdeutlichen. Ja. Ich habe hier etwas mitgebracht. Was kommt jetzt für ein Zaubertrick? Ja, ich habe hier diverse Jahre in Stuttgart gewohnt, in Stuttgart-Stammheim, aber außerhalb der Gitterstäbe. Ja. Und habe mal ein Geschenkle mitgebracht. Und das ist hier ein laufender Zollstock, Meter. Ja, und der geht also bis 99. Mhm. Greifen Sie doch mal dorthin, wie alt oder jung Sie sind. Darf ich es verraten mit den 50, 49, oh, 48. Jahrgang oder Alter? Das ist schon sehr wichtig. War nur Spaß mit dem Jahrgang. Ja, ist klar. Ja? So, halten Sie mal hin. So links ist die verflossene Zeit, die können Sie nicht mehr zurückdrehen. Ja. Und rechts von Ihnen ist das, was ungefähr noch vor Ihnen liegt. Wieso trauen Sie mir kein Alter über 100 zu? Ja, dann bauen wir halt, muss immer noch einen Ersatz dabei haben. Dann bauen wir halt hier hinten nicht noch ein bisschen dran. Nicht abgesprochen. Gut, gut, gut. Ja, ja, und ich habe hier auch genau, hinten was aufgeschrieben, ja, dass heute der erste Tag vom Rest Ihres Lebens beginnt, den Sie mit einem neuen Zeitbewusstsein beginnen können. Und vielleicht an das Publikum hier, falls Sie das zu Hause nachstellen wollen. Ich habe vorhin, als ich hier ankam, so ein paar Leute draußen rauchen gesehen. Hier auf dem Parkplatz draußen. Und weiß nicht, ob die jetzt hier dabei sind, aber für die Raucher habe ich einen Tipp. Den Zollstock nehmen und hinten eins abbrechen. Dann kommt es ungefähr hin mit der Restlaufzeit. Ja? Ich bedanke mich für die Zustimmung der Nichtraucher. Offenbar sind hier einige dabei. Ja. Jetzt haben wir ja gerade hier das Zeitmanagement angesprochen. Wir sind jetzt hier ja an der Hochschule der Medien. Die Medienwelt ist ja auch eine besonders beschleunigte Welt. Alles muss immer schneller und besser gehen. Jetzt sind Sie aber der Retter, der uns erklären kann, wie wir die Zeit zurückgewinnen können. Erzählen Sie das mal vielleicht noch ganz kurz und konkret, wie wir denn Zeit zurückgewinnen können. Also ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon sagen darf oder erst am Ende der Sendung, weil es ist desillusionierend. Wir können die Zeit nicht zurückgewinnen. Also als ich hier im Ländle angekommen bin vor einigen Jahren, ja, habe ich gelernt, dass hier Geld ein sehr
hohen Stellenwert hat. Also günstig etwas einkaufen. Ja, und nicht nur hier, aber überall geht man sehr sorgsam mit dem Geld um. Benjamin Franklin, zur Zeit tot, hat mal gesagt, time is money, Zeit ist Geld. Und das können wir optimieren und sparen. Aber Zeit, die verflossen ist, bekommen wir nie wieder zurück. Die eine Sekunde, die ich jetzt Pause gemacht habe, ist bei jedem von uns die Lebensuhr wieder um eine Einheit weniger geworden. Deshalb, es gibt keinen Trick, um Zeit zurückzuholen, sie auszutricksen, sie verrinnt einfach. Und entscheidend ist, was wir daraus machen, ja? Das sind schöne Worte zum Ende erstmal. Sie können, danke Herr Seibert, dass Sie da waren. Sie können sich für einen Moment. Bin ja noch da, ja. Sie können sich für einen Moment wieder setzen. Wir werden Sie aber wieder auf die Bühne holen. Okay. Dankeschön. Okay. Es gibt natürlich Berufe, da ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance besonders wichtig. Sonst droht, wie Herr Seibert gerade angesprochen hat, der Burnout, der kommt dann schneller, als man denkt. Und gerade in der Medienbranche, der Antrag wird das wissen, wird vielleicht auch den einen oder anderen kennen, da ist das öfters der Fall. Das Multimedia-Karussell, das dreht sich immer weiter und Multitasking ist gefragt, gerade bei den jungen Leuten. Es reicht nicht mehr aus, wenn man nur Student ist oder nur einen Job hat, sondern man muss Student sein, Job haben, am besten noch viele Fremdsprachen haben, kreatives Hobby und am besten noch 10, 15 Jahre im Ausland gelebt haben, dann ist alles gut. Für manche ist das genau der blanke Horror, aber einige sehen genau darin die Herausforderung. Mein Name ist Neil Busila, ich bin 30, komme aus Nürtingen. Einerseits bin ich geschäftsführender Gesellschafter der Mediatory Medienagentur und andererseits studiere ich im dritten Semester Medienwirtschaft an der Hochschule der Medien. Seit einem halben Jahr arbeite ich von zu Hause aus, also das Büro ist im selben Haus wie die Wohnung. Schon alleine von daher ist so mein Privatleben und mein Arbeitsleben sehr eng miteinander verknüpft. Und spielt das eine so mit ins andere rein. Und das ist ein Riesenvorteil und ein Riesennachteil in einem, weil man eben dann auch nicht so wirklich weiß, arbeite ich jetzt gerade oder bin ich jetzt gerade zu Hause. Das sind also die typischen Tage, wo man dann morgens noch schnell irgendwas am Computer erledigt, noch E-Mails irgendwie schreibt, dann fährt man zu einem Termin dahin, guckt, dass der möglichst so liegt, dass man da dann direkt zur Hochschule weiterfahren kann und dann von dort aus vielleicht wieder über einen anderen Termin zurück ins Büro. Also so versucht man sich das immer zu legen, dass es halt möglichst gut passt. Aber dann gibt es auch Tage, ja, nee, gibt es eigentlich nicht. Es gibt eigentlich immer nur ja, Tage, wo man so Einzelteile hat, die man irgendwie zusammensetzt. Und das ist halt immer so eine Jongliererei. Man fragt sich auch manchmal, warum mache ich denn das jetzt eigentlich? Also warum habe ich jetzt das Studium nochmal angefangen? Ich wäre doch gar nicht nötig gewesen eigentlich. Und dann überlegt man sich, was einen da geritten hat, dass man es gemacht hat. Aber bin trotzdem jetzt so eigentlich zufrieden. Solange man zufrieden ist, muss man ja eigentlich auch nichts ändern. Neil Busila, Sie haben sich auch gerade in dem kleinen... Ja, kann man schon mal klatschen, war ein sehr schöner Einspieler. Neil Busila, Sie haben sich auch gerade in dem Film gesehen. Wie geht's Ihnen dabei? Wenn Sie sich da so sehen, haben sich da nicht doch ein bisschen viel so in den Tag reingepackt? Ja, also soll ich selber halten? Ich, oder? Ich halte. Also erstmal bitte duzt mich, sonst fühle ich mich noch älter, als ich eigentlich schon bin. Ich weiß es eigentlich nicht, ob ich mir da jetzt zu viel irgendwie draufgepackt habe. Ich habe im Moment nicht das Gefühl, dass es so ist. Ich finde auch eigentlich diesen Begriff Work-Life-Balance, der passt mir nicht so ganz, weil es immer suggeriert, dass das Gegenspieler sind, die man irgendwie ausgleichen muss. Aber das eine hat ja auch mit dem anderen zu tun. Also man hat ja auch irgendwie Leben durch den Beruf. Also es sollte zumindest so sein. Das ist für mich immer eine Horrorvorstellung gewesen oder ist es nach wie vor, dass der Job so das ist, wo ich mich durchquälen muss, bis ich abends nach Hause komme. Ich finde es immer ganz schlimm, wenn ich im Auto Radio höre und der Moderator sagt, ja, nur noch 2 Tage, dann ist ja schon wieder Freitag. Und dann kommt das Wochenende und dann denke ich immer, ja, ist doch schade, wenn man eigentlich so denkt, weil dann verliert man irgendwie 2 Drittel von der Woche. Wo sind die? Die sind dann irgendwie weg. Also deswegen war es für mich immer ein Ziel, was zu machen, wo ich dann auch, wenn ich arbeite, ein gutes Gefühl dabei habe. Aber trotzdem,
Der Tag ist ja wirklich bestimmt von der Arbeit. Es ist wirklich sehr, sehr stressig, da ein Termin, das planen. Was kommt denn zu kurz? Es ist eigentlich auch gar nicht so ein zeitliches Problem unbedingt. Also ich glaube, ich arbeite zeitlich nicht mehr als normale Angestellte irgendwo. Das Problem ist, dass es so fragmentiert ist und dass man dann halt auch schwer jetzt so, sag ich mal, gedanklich wechselt von dem einen in den anderen Bereich. Und dann sagt halt meine Frau zum Beispiel irgendwie beim Abendessen, wo warst denn du jetzt die letzten 10 Minuten? Weil ich irgendwie so da gesessen bin und mir eine Headline für ein Plakat überlegt habe, obwohl ich jetzt eigentlich Freizeit gehabt oder hätte haben sollen. Ja, das ist so eher die Schwierigkeit, aber ja, jetzt habe ich die Frage schon vergessen, wie die ursprünglich war. War aber eigentlich eine super Antwort genau auf die Frage. Und deswegen auch schon vielen Dank, Neil, für den kurzen Besuch hier auf unserer Bühne. Danke, dass du da warst. Danke. Ja, wir haben gesehen, Neil hat einen sehr vollen Zeitplan. Auf der einen Seite darf das Studium nicht zu kurz kommen, auf der anderen Seite hat er noch eine Agentur zu leiten und dann ist da auch noch seine Frau. Also bei Neil ist Stress vorprogrammiert. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Wie haben Sie auch so ein stressiges Leben wie Neil? Wie stressig war zum Beispiel Ihr Tag? Wenn Sie sagen, Sie sind von Termin zu Termin gehetzt, Sie hatten kaum Zeit zum Durchschnaufen und dann um 19 Uhr auch noch die Conmedia, dann heben Sie die blaue Karte hoch. Wenn Sie aber sagen, auch Sie sind eigentlich ganz zufrieden mit dem Tag und verspüren jetzt keinen Stressgefühl, dann heben Sie die gelbe Karte hoch. So, jetzt muss ich mir das merken. Einfach immer hochhalten, die Karten. Immer oben halten. Ich darf hier mal. So, Sie haben ganz schnell die gelbe Karte hochgehalten. Warum sind Sie denn, was haben Sie denn gemacht, dass Sie so entspannt sein können? Ich habe halt nur eine Baustelle gehabt und sonst war das ganz entspannt. Sehr gut. Jetzt muss ich noch mal sehen, wer hat denn noch mal bitte die Karten hoch? Blau, ich brauche noch jemand Blaues. So, dann gehen wir. Hier er auch. Warum sind Sie so gestresst? 4,5 Stunden Karlsruhe und zurück, das ist ein bisschen zu lang gewesen heute. Gab es Stau auch? Ja. Und immer die beliebte Strecke, ne, wo ganz viel Stau ist. Katastrophe. Ärgerlich. Katastrophe. Dann hoffe ich aber, dass Sie heute Abend schön entspannen können. Ja, Stau auf der A8 ist eine Katastrophe momentan. Es gibt Leute, bei denen läuft trotzdem alles perfekt. Die können da vielleicht mit dem Hubschrauber fliegen, haben da gar keinen Stress mit dem Stau. Bei denen ist einfach immer alles gut organisiert oder sie leben einfach in den Tag hinein und alles läuft dann doch irgendwie genauso, wie sie es haben wollen. Sie haben die perfekte Familie, den perfekten Partner und natürlich auch den perfekten Job. Für uns ist das fast heldenhaft. Deswegen möchte ich Ihnen jetzt vorstellen, unsere Work-Life-Heroes. Ja, ich bin jetzt im Praxissemester, mache mein Praxissemester bei 0711. Da wir ziemlich viele Videos machen, bin ich auch oft hier an der HDM, obwohl ich im Praxissemester bin. Nach dem Studium war ich hochmotiviert. Ich wollte viel erreichen, viel sehen, rumreisen, auch viel lernen und Leute kennenlernen, Unternehmen kennenlernen. In einem Vertrag steht drin, dass man 40 Stunden die Woche arbeitet, aber ich denke mal, man kommt schon locker auf 50 die Woche, weil das nicht so trennscharf ist, dass man sagen kann, wenn man hier das Büro verlässt, ist die Arbeit zu Ende. Also bei mir ist es so, wenn ich einen Tag nichts zu tun habe, dann ist es sehr schön, aber der zweite Tag kann echt langweilig werden. Da ist mir wieder lieber, wenn ich Stress habe. Ich bin halt nach dem Studium erstmal losgesprintet, was auch erstmal überhaupt kein Problem ist, aber ich habe irgendwie nicht mehr aufgehört zu sprinten und irgendwann habe ich mir dann die Frage gestellt, ob ich meine Ziele vielleicht auch anders erreichen könnte, vielleicht mit weniger Kraftaufwand. Also ich überlege mir auch immer wieder, dass es manchmal wirklich zu viel ist, aber ja, ich glaube mit Motivation und vielleicht weil ich halt Sachen mache, die mir gefallen und das ist glaube ich am wichtigsten. Mein Geheimtipp oder was ich gerne mache, ist einfach auch mal alleine sein. Also man hat so viel mit Menschen zu tun, dass man sich die Zeit nehmen muss, auch mal einfach komplett alleine zu sein. Ich bin in Teilzeit gegangen, weil ich mehr Zeit für mich haben wollte und auch mehr Zeit für die Dinge, die mir auch wichtig sind. Gerade Freunde oder Familie, Hobbys waren irgendwie nur noch ein weiterer Punkt auf der Agenda und jetzt, wo ich in Teilzeit bin, habe ich wirklich die Möglichkeit, das auch auszuleben.
Also das ist schwierig zu sagen. Schwierige Frage. Also im Grunde genommen ist Work-Life-Balance ja ein genauso ein erfundener Begriff wie Burnout oder andere Sachen. Also für mich ist es irgendwie eine Life-Balance, also die Arbeit gehört dazu. Also was man vielleicht sagen kann, ist der Begriff Stress ist vielleicht relevant. Also wenn ich weiß, ich habe zu viel zu tun, habe aber zu wenig Zeit, dann habe ich Stress, dann hat das aber nichts mit Work-Life-Balance zu tun. Es ist nicht immer ganz einfach, all diese Bereiche irgendwie so im Gleichgewicht zu halten, aber ich habe das Gefühl, dass ich mein Leben dadurch ganz selbst auch bestimmen kann. Ja? Das gibt mir Kraft und gibt mir Mut und irgendwie auch Sinn im Leben. Ja, gerade noch im Video, jetzt bei uns auf der Bühne. Herzlich willkommen, Muna Hasaballa. Danke. Frau Hasaballa, Sie haben hier auch an der HDM studiert und sind dann, wie Sie selber gesagt haben, nach dem Studium erstmal losgesprintet, haben einen Job in der Unternehmensberatung angenommen und dann irgendwann gemerkt, es wird mir viel zu viel. Wann war der Moment, wo Sie gesagt haben, bis hierhin und nicht weiter? Also es war jetzt kein prägendes Ereignis oder irgendwie ein Moment, es ist eher so ein schleichender Prozess, in dem ich irgendwie festgestellt habe, auf der einen Seite werde ich immer erfolgreicher, auf der anderen Seite geht es mir aber nicht gut. Also irgendwie driftet außen und innen auseinander und da habe ich mir dann einfach mal ein paar Fragen gestellt, ob das alles so, wie ich mein Leben lebe, wirklich zielführend ist und nachhaltig und ja, und habe dann mir die Sinnfrage gestellt. Was sagen da die Kollegen? Ich stelle mir das ziemlich, also nicht einfach vor, auf jeden Fall, gerade in so einer Branche. Das ist ja doch eher so eine, ich sag mal, eine Macho-Welt so ein bisschen. Da wird viel wegrationalisiert gerade. Was sagen da die Kollegen, wenn man sagt, okay, ich möchte ein bisschen weniger arbeiten? Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass die Reaktionen in meinem Umfeld weitestgehend positiv und auch unterstützend ausgefallen sind. Von daher kann ich mich eigentlich nur glücklich schätzen, dass auch ich einen Arbeitgeber habe, der das ermöglicht und bin da auch sehr dankbar drum. Die Unternehmensberatung ist jetzt ja wirklich eine sehr zeitintensive und arbeitsintensive Branche. Wollen Sie in der Branche bleiben? Können Sie sich das Ihr Leben lang vorstellen? Also das ist eine große Frage. Was kann ich mir schon ein Leben lang vorstellen? Also von daher, ich kann auch nur sagen, dass die Teilzeit im Moment das Mittel ist, um das, also womit ich mich gut fühle. Das ist weder ein Patentrezept, noch ist es irgendwas für die Ewigkeit. Es ist genau das, was ich jetzt im Moment brauche. Und was morgen ist, kann ich nicht sagen. Und damit können Sie sich aber auch erstmal über Wasser halten. Also rein theoretisch könnte das ewig so weitergehen? Ich denke nicht in ewig. Ich denke in genau jetzt und was ich jetzt machen kann mit den Kräften und mit der Energie, die ich jetzt habe. Jetzt haben Sie ja mehr Zeit. Genau. Jedenfalls ein bisschen, was machen Sie denn mit dieser ganzen schönen Zeit? Oh, mir fällt einiges ein. Also ich nutze einfach erstmal die Zeit, um den Tag mal bewusster wahrzunehmen und auch mich drauf einzulassen. Wie geht's mir heute? Vielleicht mal einen Spaziergang vor der Arbeit. Und jetzt gar nicht so, dass ich jetzt die Zeit für irgendwas anderes sofort eingeplant habe, weil dann verlagere ich ja auch nur jetzt meine Thematik. Sondern ich versuche einfach mal spontane Besuche mit Freunden, Familie, mehr Kreativität ins Leben reinzuholen und ich tanze und singe total gerne und praktiziere Yoga, hat man ja auch im Einspieler gesehen und versuche einfach so ein bisschen einen Gegenpol zu finden zu dem Leistungs- und Effizienzdruck, unter dem ich auch oft stand. Ja, in Teilzeit arbeiten und trotzdem noch genügend Geld zur Verfügung zu haben, das konnte Frau Hasaballa für sich realisieren. Und wie Sie arbeiten circa 11 Millionen Deutsche auch in Teilzeit. Und wenn Sie mich fragen würden, also ich hätte auch nichts dagegen, nur halbtags zu arbeiten und trotzdem noch genügend Geld zur Verfügung zu haben. Aber wie kommt es denn im Bewerbungsgespräch, wenn ich dem Gegenüber erkläre, wissen Sie, mir ist meine Freizeit sehr wichtig, ich achte auf meine Work-Life-Balance und deswegen würde ich gern auch ein bisschen weniger arbeiten. Unser nächster Gast kann uns genau das beantworten. Martin Fohler ist Personalleiter im Digital Media Center in Stuttgart. Herzlich willkommen, Herr Fohler. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Bitte schön. Herr Fohler, Sie haben tagtäglich mit Bewerbungen und Bewerbern zu tun. Wäre das denn ein K.O.-Kriterium, wenn der Bewerber sagt, ich achte mal auf meine Work-Life-Balance, mir ist meine Freizeit wichtig und ich würde gerne weniger arbeiten? Also ein K.O.-Kriterium ist es auf keinen Fall. Da habe ich in Bewerbungsgesprächen andere Dinge erlebt, die K.O.-Kriterien waren, als das.
Ja, es ist, normalerweise ist es so, dass wir eigentlich hauptsächlich Vollzeitstellen ausgeschrieben haben und die Leute sich auch darauf bewerben und auch wissen, dass es Vollzeit ist. Es kommt manchmal vor, dass auch diese Teilzeitfrage kommt. In der Regel kommt es eher bei Mitarbeitern, die länger bei DMC sind, 2, 3, 4 Jahre, ob sie mal reduzieren können. Wenn es im Bewerbungsgespräch kommt, dann werden wir das einfach nochmal prüfen, ob das möglich ist. Und entscheidend ist nicht dieses Kriterium, ob er Vollzeit oder Teilzeit arbeiten will, sondern ob es von der Stelle her möglich ist und ob auch die Qualifikation des Mitarbeiters so ist, dass wir sagen, der ist so gut oder den brauchen wir so dringend, dann machen wir das möglich. Und wenn es ist, dann machen wir es möglich. Was sind Vorteile einer Teilzeitkraft für das Unternehmen? Also Teilzeitkräfte können manchmal einfach flexibler einsetzbar sein, gerade wenn wir sagen, man nimmt keinen festen Tag, wo die Person nicht arbeitet, sondern hat ein bestimmtes Kontingent im Monat und den kann man dann so zuschalten auf Abruf. Das kommt eben auf die Position dann auch drauf an, auf den Mitarbeiter auch drauf an, ob das von seiner Lebensgestaltung auch so geht. Vorteil ist ganz klar, die Mitarbeiter sind entspannter, wenn sie was anderes nebenher machen. Die haben eher den Kopf frei. Sie werden so ein bisschen relaxter, nicht so verbissen. Ich habe das selber auch bei mir gemerkt. Also ich war auch mal 2 Jahre auf 80%, habe dann andere Dinge getan. Und es ist einfach ein anderes Arbeiten und auch ein anderes Leben. Warum haben Sie sich dann dafür entschieden, wieder auf 100% abzugraden? Naja, mein Chef hat gesagt, wenn du den Job jetzt machst, dann mach schon wieder Vollzeit, gell? Nein, es war einfach auch mal eine Zeit, also auch wie auch gerade schon angeklungen ist, meine Passion ist ja nicht nur das Personal zu leiten, sondern ich mache ja auch andere Dinge, habe andere Interessen. Ich wollte einfach mal ein Buch schreiben und mit meiner Band eine CD produzieren, das habe ich gemacht in der Zeit, habe dann sogar dann 3 Bücher geschrieben und das war dann okay und dann hat sich auch im Job wieder was getan und habe ich gesagt, naja, dann gehe ich mal wieder auf die 5 Tage und passt momentan für mich ganz gut. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn sich was ändert, wenn sich die Gelegenheit ergibt, reduziere ich mal wieder. Ich weiß es noch nicht, aber ich finde auch den Ansatz gut, was du gesagt hast. Wir leben jetzt, ja. Denken Sie an den Zollstock vom Herrn Seibert. Das, was auf der linken Seite ist, ist weg. Vergessen Sie es. Kümmern Sie sich auf die, ja, ich bin auch schon über 40, also. Verdammt viel, ne? Ja, eine Menge. Rauchen Sie noch, oder? Ja. Nein, ich rauche nicht mehr. Ich rauche nicht mehr. Ja, wenn der erste Tag vom Rest meines Lebens beginnt, so früh anfangen, ne? Ja, es muss gefeiert werden. Prost. Ja. Applaus fürs Bier trinken, so weit muss man kommen. Ja, vielen Dank, Herr Fola und Frau Hasaballa, für Ihre Einblicke in Ihren Alltag und vielen Dank, dass Sie heute Abend unsere Gäste waren. Danke. Und wie wir gerade gesehen haben, das Geld muss stimmen. Viel definiert sich nämlich einfach über den Geldbeutel. Die Arbeit muss gut bezahlt werden oder wenigstens angemessen bezahlt werden. Dann weiß man nämlich, der Chef, der schätzt meine Arbeit, der respektiert mich, der kann das alles ganz gut einordnen. Und vielleicht kann ich mich dadurch natürlich auch nur mal gegen andere Kollegen ein bisschen abgrenzen. Da ist wieder so ein Spruch, den hat meine Oma immer gesagt, deswegen kenne ich den, kennen Sie bestimmt auch alle. Wenn es nichts kostet, dann ist das nichts wert. So. Kann man natürlich nicht ganz so stehen lassen. Jetzt frage ich aber mal bei Ihnen. Ich gebe jetzt einfach mal ein Angebot für Sie. Ab morgen entscheiden Sie einfach mal aus dem Bauch heraus. Ab morgen nur noch 50% arbeiten. Das Blöde dabei, Sie bekommen dann natürlich auch nur noch 50% von dem Geld. Jetzt haben Sie wieder Ihre schönen Karten in der Hand. Gelb steht dafür, dass Sie sagen, mache ich sofort. Klar, 50% arbeiten. Super, bin ich dabei. Blau, nee, das geht bei mir nicht. Bitte abstimmen, hochreißen und bitte oben lassen, bis ich da bin und mit Ihnen gesprochen habe. So, das ist, also hier drüben ist mehr blau, hier ist dann doch ein bisschen mehr, aber wobei hier ist auch blau-gelb so ein bisschen gemischt. Ich gehe einfach mal ein bisschen weiter rein. Bleibe ich gerade mal hier bei Ihnen stehen. Sie haben blau nach oben gerissen. Warum? Warum genau? Geht das nicht, oder? Weil man nicht aufs Geld verzichten kann. Also, ich kann nicht nur von Luft leben und... Ja, von Luft und Liebe, genau. Ja, schön wäre es, wenn es ging, aber es geht halt nicht. Was machen Sie beruflich? Ich bin Studentin. Okay, Studentin, dann ist, glaube ich, damit alles und gesagt eigentlich. Zu Recht, blaue Karte Geld. Hochgezogen. Ja, und ich arbeite halt nebenher noch
im Betrieb meines Vaters und suche aber gerade nach einer neuen Praktikumsstelle. Was suchen Sie da genau? Das ist vielleicht die ideale Gelegenheit hier. Wir haben hier fast 300 Zuschauer, die hier am sitzen. Am besten ein Unternehmen für die Bachelorarbeit. Ja, für die Zusammenarbeit. Und das wäre schön. Und bis es soweit ist, also Anfang des Sommers geht's los. Ja, das ist doch schon mal. Ich nehme gern Angebote entgegen. Wir treffen uns ja nachher noch mal alle zusammen auf dem. Sehr schön, die erste Visitenkarte, die ist schon da. Das heißt, Work-Life-Balance ist auf jeden Fall heute schon mal besser geworden. Das mit dem Job und Motivation kriegen wir alles super hin. Jetzt nochmal bitte die Karten nach oben, dass ich noch eine gelbe Karte erwische. Jetzt nicht alle blaue Karten hochhalten, bitte. Sonst komme ich nochmal zu einer blauen. Gelb, gelb, gelb. Ah. Gelb, nochmal bitte hochhalten. Ah, hier nochmal eine gelbe. Das war sehr spontan nach oben gerissen. Warum? Gelb. Ich verdiene zwar nicht viel, aber Leben ist schön. Also würde reichen zum Leben? Nee, aber Leben ist trotzdem schön. Wenn ich fragen darf, was machen Sie beruflich? Ich bin hier in der HDM, die Volontärin in der Hochschulkommunikation. Und die bräuchten mehr Geld wahrscheinlich? Definitiv, ja. Das ist, hier sind auch die richtigen Leute heute da. Kann man nachher nochmal aufrufen. Bisschen mehr Geld da an der Stelle, dass ein Halbtagsjob auch möglich wäre, ist ja schon mal eine schöne Sache. Herr Antrag, Sie haben die blaue Karte hochgehalten. Warum? Ja. Warum können Sie sich das nicht vorstellen? Ja, meine Arbeit macht mir Spaß. Auf die Hälfte des Geldes könnte ich nicht so gut verzichten. Und es ist für mich persönlich ein sehr, sehr spannendes Thema, weil ich da auch viel rumexperimentiere. Also wirklich, so wie Sie das auch gemacht haben mit den Wassergläsern und dann schütte ich wieder ein bisschen Wasser aus. Also zum Beispiel für dieses Jahr habe ich mir vorgenommen, definitiv nur noch ein Wochenende pro Monat zu arbeiten. Ja, natürlich, wenn so Anfragen kommen für Wanderevents, die wollen das nicht montagmorgens machen, sondern am liebsten samstags oder sonntags. Und das war letztes Jahr zu viel und da mixe ich schon so ein bisschen. Ne? Plan, mehr Freunde einzuladen, mehr zu feiern, mehr Alkohol zu trinken und einfach die Sau rauszulassen. Ja? Die Familie mehr einzubeziehen bei den Wanderungen, hatte ich glaube ich eben schon gesagt. Und da verändert sich eigentlich ständig was, aber so am Gesamtvolumen, da kann man so ein bisschen wegnehmen, aber also 50% wegnehmen. Also da würde ich mich auch langweilen. Ne? Ja also schön, deswegen habe ich ja auch die Einladung heute Abend angenommen, weil im Moment ist keine Wandersaison und ständig zu Hause rumzuhocken ist echt öde. Ne? Skitouren, Sie könnten Skitouren anfangen. Ja, das ist nicht mein Ding. Haben wir Glück, dass wir nicht am Wochenende stattfinden, sondern ganz unter genau, der Woche. Ganz genau. Der Januar ist noch frei. Ja, 22. September 2013, Bundestagswahl. Die Wahllokale haben alle schon zu und alle warten gespannt auf die Hochrechnungen und plötzlich der Schock. Die FDP hat es zum allerersten Mal in der Nachkriegsgeschichte mit 4,8% nicht in den Bundestag geschafft. Für alle Bundestagsabgeordneten der FDP heißt es also, tschüss Bundestag, tschüss Regierung, tschüss Berlin. So ging es auch Judith Skudelny. Sie ist 2009 erst in den Bundestag gewählt worden und ist dann nach der Bundestagswahl 2013 in ihren alten Job als Insolvenzverwalterin zurückgekehrt. Wir freuen uns, dass Sie... Ja. Passt. Wichtiger Job. Ja. Wir freuen uns, dass Sie heute Abend unser Gast ist. Herzlich willkommen, Judith Skudelny. Frau Skudelny, schön, dass Sie da sind. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir dürfen gerne hier rüberkommen. Wir dürfen schon mal in der Mitte Platz nehmen. Sie kriegen auch gleich was zu trinken. Wunderbar. Frau Skudelny, bevor wir auf Ihren neuen Job, auf Ihren alten neuen Job zurückkommen, zuerst, wie war der Moment für Sie persönlich, als die FDP es nicht in den Bundestag geschafft hat? Also ich wusste es ja schon ein paar Momente vorher, so kurz vor 6 waren die Gerüchte schon sehr, deuteten sehr darauf hin. Es ist natürlich ein Schock, aber als ich nach Stuttgart gefahren bin, ich war in Stuttgart im Wahllokal, habe ich gesehen, meine Eltern haben die gelbe Tonne rausgestellt und irgendwie dachte ich, na egal, was jetzt passiert, morgen geht das Leben weiter. Und kurz vor 6 kamen dann die Gerüchte und ich war mit meinem Mann und meinen Kindern da und dachte, Mensch, das wird jetzt ein echter Scheißmoment, da müssen meine Kinder vor allem nicht mit dabei sein, mein Mann hält es aus, dann habe ich gesagt, ihr geht mal nach Hause und guckt irgendwas anderes an.
Und ja, als sich dann die Gerüchte bestätigt hatten, wie gesagt, war ich innerlich schon gefasst. Und in dem Moment muss man sagen, ich bin ja da nicht nur jemand, der seinen Job verliert, sondern ich bin auch jemand, der mit vielen Menschen zusammengearbeitet hat, die für einen kämpfen. Das heißt, bei mir geht es dann nur um mich, aber es gibt Leute, die das wirklich als Hobby, die es mit einer Überzeugung gemacht haben, die es für jemand anders gemacht haben. Und in dem Moment kann man nicht sagen, die Welt geht unter, alles ist furchtbar, weil das geht doppelt und dreifach auf die Menschen zurück, mit denen man zusammengearbeitet ist. Sondern da habe ich dann gesagt, Leute, es ist so und vielen Dank und das Leben geht weiter nach vorne schauen. Was anderes kann man in so einem Moment eigentlich, glaube ich, gar nicht wirklich machen. Aber hatten Sie so eine Art Plan B? Ich meine, die natürlich, wenn man die Prognosen angeschaut hat, dann war es immer so, FDP so um die 5%, also dass es klappt oder nicht klappt, war sehr, sehr vage. Natürlich haben viele gedacht, okay, die werden wahrscheinlich die Wähler, die kann man mobilisieren, gerade zu so einer Bundestagswahl, dass sie dann vielleicht bei 6-7% landet und dann doch reinkommt. Hatten Sie einen Plan B, falls das nicht klappt? Und es ist ja dann genauso gekommen. Ach herrje, ein Plan B. Also ich glaube, sich in der Situation, in der wir waren, damit auseinanderzusetzen, was passiert eigentlich, wenn das nicht klappt, das hat jeder vernünftige FDPler in dem Moment gemacht. Die Frage ist, realisiert man den Plan B? Klappt das alles so? Ist nochmal eine ganz andere Frage. Ich habe mit Leib und Seele für den Wahlkampf gekämpft. Wir wollten nochmal in die Bundesregierung rein. Das hat sich nicht realisiert. Und dann bin ich am nächsten Morgen, ich war auch durchgehend als Insolvenzverwalter tätig, das war mein Glück, ins Büro gegangen und habe gesagt, ich bin wieder da. Und das Schöne ist, meine Kollegen haben sich auch gefreut. Also das ist dann eine gute Nachricht. Jetzt sind Sie wieder Insolvenzverwalterin. Wie hat sich denn seitdem Ihr Leben verändert? Also ich muss ganz ehrlich sagen, weniger als ich ursprünglich dachte. Ich glaube, die größte Veränderung war, ich bin seither auch stellvertretende Landesvorsitzende der FDP geworden und wir hatten ja dieses Jahr wieder unser Dreikönigstreff und bei uns zu Hause war totales Chaos, alles war hektisch und anstrengend. Und ich habe zu meinem Mann gesagt, als ich zum Dreikönigstreffen bzw. zum Landespräsidium vorher gefahren bin, ich gehe jetzt arbeiten. Und dann guckt er mich an und sagt so, nee, das ist jetzt dein Hobby. Und das ist eine der größten Veränderungen. Also ich bin immer noch sehr umträglich, sehr viel unterwegs, aber ich werde halt nicht mehr dafür bezahlt. Aber damit können Sie dann schon ganz gut umgehen, wenn dann Ihr Mann sagt, das ist nur noch ein Hobby. Das ist, Hat er ja recht, was soll ich machen? Okay. Wie hat denn Ihre Familie generell reagiert, dass Sie zurückgekommen sind? Also gut, klar, ganz gut. Es ist ein Unterschied, man ist wieder öfter zu Hause und da muss ich, glaube ich, jede Beziehung alle ein Stück weit wieder darauf einstellen. Und das hat am Anfang so ein bisschen Reibungsverlust in der Erziehungsarbeit gegeben. Und natürlich stellen sich Dinge um, aber ich hätte das falsche soziale Umfeld, würden die sagen, ach Mensch, jetzt bist du wieder da. Also die haben sich schon gefreut und das, ja, das ist natürlich auch ein Rückenwind, den man dann persönlich selber hat. Herr Antrag hat vorher schon gesagt, er würde nicht nur 50% arbeiten und Sie beschreiben sich selber auch als Arbeitspferd. Jetzt frage ich mal ganz direkt, was macht denn so viel Spaß am Arbeiten? Gerade wenn man Insolvenzverwalter. Also mein Beruf an sich, der wird total falsch in der Öffentlichkeit dargestellt. Jetzt haben Sie die Möglichkeit. Ja, genau. Sagen Sie mal, wie ist es eigentlich so als Insolvenzverwalter? Ganz einfach. Egal, ob ich jetzt eine Privatinsolvenz oder eine Firmeninsolvenz habe, wir lernen die Leute am Tiefpunkt ihres Lebens kennen. Man hilft. Man geht hin und man sagt, okay, was funktioniert nicht. Man klopft den Staub von dem, was lange nicht gesehen worden ist, ab. Und ich sage immer, ihr habt ein weißes Blatt. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, neu anzufangen und wir versuchen, das gemeinsam wieder auf die Beine zu stellen. Insolvenzverwalter, ich mache die Fehler nicht. Ich versuche zu gucken, was noch übrig ist und wie man Leben nach der Insolvenz weitergestalten kann. Das ist unsere Aufgabe. Jetzt haben Sie bei Herrn Antrag auch schon die Work-Life-Balance einschätzen sehen. Jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wie Ihre aktuelle Work-Life-Balance ist. Das heißt, Sie dürfen das auch mal einschätzen. Ich stelle es noch ganz kurz zurück. Genau. Aber keine Hemmung, Sie dürfen die Motivation auch rausreißen, aber der Pfeil, der gehört schon dem Herrn Antrag. Nein, also ich fange auch mal mit der Motivation an. Die Bundestagswahl und alles, was danach war, hat mit sehr viel Veränderung zu tun und das ist ganz schön stressig und deswegen ist meine Motivation zwar nach wie vor stark, aber nicht ganz so stark wie beim Herrn Antrag. Ich gönne mir jetzt auch mal ein bisschen locker lassen. Beim Job ist es so, es ist jetzt die Frage, was definiere ich alles als Job? Also FDP ist Hobby, haben wir gerade gehört. FDP ist Hobby, ja, aber die Kutschfahrten für meine Kinder, die sind zum Teil schon, also haben arbeitsähnlichen Charakter. Mein Job ist sehr prägend, nicht nur in der Kanzlei, sondern auch zu Hause. Mein soziales Leben ist besser geworden. Ich gehe wieder ins Kino. So. Ja, der Körper. Also ich hätte gern mehr Zeit. Ich mache mal einen kleinen Ruckler nach vorne. So. Dass es nicht ganz wie null aussieht, aber so in etwa. Also der Job und Motivation ganz vorne.
die Zeit ist immer noch knapp, aber wird jetzt mittlerweile sinnvoller genutzt, wie ich finde. Und ja, irgendwo muss man Abstriche machen. Sie haben es gerade Social Life ein bisschen nach vorne gezogen, haben auch schon gesagt, dass Ihre Familie sich natürlich gefreut hat, dass Sie jetzt wieder mehr Zeit haben. Und dazu passt eine kleine Geschichte ganz gut, die Sie mit Ihrer Tochter in Berlin erlebt haben. Und damit hat sie gleichzeitig auch noch Schlagzeilen gemacht. Das erste Baby im Plenarsaal des Deutschen Bundestags. 2009 nahm die FDP-Politikerin und gebürtige Stuttgarterin Judith Skudelny ihre 4 Monate alte Tochter mit in eine Bundestagssitzung. Sie zeigte damit selbstbewusst ihren ganz eigenen Weg beim Thema Vereinbarkeit von Karriere und Familie. Ihrem 4 Monate alten Baby im Plenarsaal, wie war das denn damals? Ach, jetzt. Das war für mich persönlich viel weniger dramatisch als das, was am Ende daraus geworden ist. Ich bin in den Bundestag gewählt worden. Ich habe einen Anruf gekriegt, ich muss morgen früh in Berlin sein, nachts um 2. Und ich hatte eine Tochter und ich bin auch Gemeinderätin. Ich hatte die bei der konstituierenden Sitzung des Gemeinderats auch dabei. Da hat niemand darüber berichtet und ich kam überhaupt nicht auf die Idee, dass das irgendein Theater sein könnte. Ich habe dann auch tatsächlich, ich habe sie vorher angemeldet. Also da gibt es bestimmte Leute in jeder Fraktion, die dafür zuständig sind. Und ich habe gesagt, also ich habe keine Kinderbetreuung und die ist 4 Monate alt, sie stört auch nicht. Ich würde sie eben für die eine Sitzung, da ging es um die Kanzlerwahl, mit reinnehmen. Und ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass es solche Wellen schlägt. Ich habe es sogar direkt in die Bild-Zeitung geschafft. Ich wurde erwähnt, wir haben jetzt Gepierste, Tätowierte, Menschen mit Fliege und eine Frau mit Kind im Deutschen Bundestag. Da dachte ich, ja genau, da gehöre ich hin, in diese Aufzählung. War das dann das einzige und letzte Mal, wo Sie Ihr Baby mit in den Plenarsaal genommen haben? Also ich habe sie danach noch mitgenommen, weil die Kinderbetreuungssituation hat sich nicht geändert, aber danach war das lang nicht mehr so. Also wenn man mal ganz ehrlich ist, es ist ein Arbeitsplatz und es ist kein Platz, wo jetzt wirklich ein Kinderhort eröffnet werden muss oder wo ich auch denke, dass es richtig ist. Das waren die ersten 3 Monate, bis ich ein Büro, bis ich eine Wohnung, bis es sich eingespielt habe, wo eben bei wichtigen Abstimmungen, ich habe mich auch nicht reingesetzt und habe gesagt, ich höre mir jetzt 3 Stunden die Debatte an mit ihr auf dem Arm, sondern wirklich zu wichtigen Abstimmungen, wo man reingeht, abstimmt und wieder rausgeht. Und wo sie ein bisschen älter ist, habe ich sie dann tatsächlich, und ich die Leute auch besser gekannt habe, vorne jemand in die Hand gedrückt und gesagt, wart kurz, ich komme gleich wieder. Aber das macht man, wenn man niemanden kennt und ganz neu und das Kind auch noch ganz neu, da macht man das nicht. Was war mit den anderen Abgeordneten? Also im Bundestag ist ja doch der ein oder andere etwas ältere, sehr konservative Herr. Wie geht er damit um? Ich weiß es nicht, ich habe die nicht gefragt. Also kam keiner direkt auf Sie zu und hat... Überhaupt nicht, das trauen sich die Leute nicht. Also heutzutage traut sich niemand in irgendeiner Form etwas gegen Kinder zu sagen. Ganz prägnant, ich bin immer wieder mit meinen Kindern nach Berlin im Zug gefahren und da sieht man ja die Reserviertschildchen und immer wenn das ganze Abteil reserviert war, wir waren trotzdem nur zu dritt drin. Da kommen die Leute einfach nicht dazu. Aber ich hatte, glaube ich, nur eine einzige Situation, wo sich im Flieger jemand weggesetzt hat. Aber ansonsten, ich frage nicht, ich will nicht wissen, ist das in Ordnung, sondern wenn es so sein muss, dann muss es so sein. Ich gucke, dass die Störung dadurch reduziert wird. Und das war dann auch immer für alle in Ordnung. Also ich habe nie irgendeine negative Resonanz bekommen. Das Baby mit bei der Arbeit war bei Frau Skudelny eine absolute Seltenheit. Aber es gibt Büros, wo das ganz normal ist, dass man die Kinder mit zur Arbeit nimmt. Und wir haben für Sie ein Beispiel vorbereitet, das zeigt, dass generell Arbeit und Privates immer mehr miteinander verschwimmt. In Böblingen steht das Gebäude der Unternehmensberatung Dexina AG. Die moderne Architektur ist Programm. Das Büro der Zukunft scheint hier schon Wirklichkeit. In ihm soll der Mensch im Mittelpunkt stehen, mit all seinen Bedürfnissen. Natürlich gehört dazu nicht nur die Arbeit. Dazu gehört auch, mittags gemeinsam mit den Kollegen zu kochen. Auch das Kind stört nicht bei der Arbeit. Es bekommt einen eigenen Raum. Die Mutter kann arbeiten, obwohl die Betreuung zu Hause fehlt. Dieses Konzept nennt die Dexina Live at Work. Live at Work, das bedeutet für mich, dass ich stressfrei arbeiten kann. Fällt die Tagesmutter aus, kann das Kind einfach mitkommen. Ich muss niemandem Bescheid sagen, ich bringe es einfach mit. Er kann hier spielen, essen und wir gehen dann ganz entspannt wieder nach Hause. Die Lounge ist ein beliebter Treffpunkt, jederzeit.
Lounge und Küche stehen für eine Idee. Genauso wie zu Hause sind auch bei der Dexina AG diese Räume der zentrale Ort der Kommunikation. Ja, wenn ich erst darf. Feste Arbeitsplätze gibt es bei dem sogenannten Büro der Zukunft nicht mehr. Räume werden einfach online gebucht. Meeting und Vision Rooms nennt die Dexina das, was man früher als Konferenzraum bezeichnet hat. Ohne Ballast der Kreativität freien Lauf lassen, Wände beschreiben, Zettel kleben. Livid Work bedeutet für mich die Freiheit, entweder mich kurz mit meinen Kollegen hier im Büro abzustimmen oder im Homeoffice meine strategischen, konzeptionellen Themen zu bearbeiten. Vorstandsmitglied Heiner Scholz lebt das Konzept Live at Work. Einen eigenen Schreibtisch hat auch er nicht. Ansprechen können ihn die Mitarbeiter aber immer. Zum Beispiel hier in der kleinen Lounge. Also danke dir. Tschüss. Kein Problem. Mach's gut. Ihr habt jetzt einen kleinen Einblick bekommen in das, was Live at Work für die Dexina bedeutet. Und wenn wir anfangen bei dem, was wir eigentlich tun, ist die drei wichtigsten Dinge in Balance zu bringen. Auf der einen Seite ist die Arbeitswelt, auf der anderen Seite sind Familie und Freunde und dann bin ich da auch selbst. Und als wir kein Leben bei der Arbeit gefunden haben, haben wir uns die Frage gestellt, wie wollen wir eigentlich bei der Arbeit leben? So ist Live at Work entstanden, von uns, für uns und für alle anderen. Jetzt sollte eigentlich das Licht angehen. Ich stehe auch ohne Licht auf, das ist eigentlich gar kein Problem. Das sind natürlich große Worte, die wir gerade gehört haben, ob das dann wirklich so alles immer klappt. Ich bin da ein bisschen skeptisch, aber das ist ja auch nur ein Konzept von vielen. Eins ist aber sicher, in der Berufswelt von morgen, da muss man auf jeden Fall flexibel sein. Und was auf die Arbeitnehmer und auch auf die Studenten der HDM zukünftig zukommt, das weiß unser Experte vom Fraunhofer-Institut, vom Institut für Arbeitsorganisation. Er hat täglich mit diesen Trends zu tun. Begrüßen Sie mit mir zusammen Dennis Stolze. Hallo Herr Scholze. Hallo. Bitte schön. Herr Stolze, ich muss zugeben, als ich zum ersten Mal den Einspieler gesehen habe, habe ich danach gedacht, oh Gott, was für ein Stress. Da muss man sich morgens den Arbeitsplatz suchen und dann muss man während der Arbeit auch noch sich sein Kind bespaßen. Da kann man doch keinem mehr gerecht werden, oder? Also ich sage mal, dass man das Kind mit in die Arbeit nimmt, das ist natürlich ein sehr großer Extremfall. Das gibt es so sehr selten. Dass man sich seinen Arbeitsplatz aber sucht im Büro, das ist eigentlich Standard oder wird mehr und mehr zum Standard, dass ich einfach auch in der Umgebung die Möglichkeit habe, mir den Platz immer zu suchen, den ich auch brauche für meine Arbeit. Also nicht mehr nur, ich sitze irgendwo in der großen Fläche, wo alle sitzen oder in meinem Zellenbüro, sondern ich habe ein Konzept, wo ich sehr viele Module habe, eben für Konzentration, für Kommunikation, für Interaktion, Zusammenarbeit. Und je nachdem, was ich an dem Tag machen will, da suche ich mir dann den Platz. Ich habe gerade eben gehört, das Licht bleibt wahrscheinlich noch ein bisschen aus, ist aber auch so kuschelig und gemütlich, also nicht erschrecken, wenn auf einmal wieder das Licht angeht. Wir sind da flexibel und wir machen da ganz einfach weiter. Was gibt es denn noch für Trends? Wir haben es gerade gesehen von dieser AG, das heißt Büro, wir nennen es einfach Büro der Zukunft mal, wirklich alles sehr, sehr flexibel. Was gibt es denn noch, auf was müssen sich die Arbeitnehmer noch einstellen? Also es sind ja nicht nur die Arbeitnehmer, die sich auf irgendwie diese neue Welt einstellen müssen. Vor allen Dingen sind es eigentlich die Arbeitgeber, weil die Arbeitnehmer haben mehr und mehr die Macht, kann man fast schon sagen, bestimmte Wünsche hervorzubringen, eben zu sagen, ja, ich möchte flexibel arbeiten, weil ich hohe Anforderungen habe aus dem Privatleben. Das Beispiel Kinder steht natürlich ganz vorne, Haustiere klang heute auch schon mal an. Oder was ganz stark auf uns zukommen wird, ist das Thema Pflege von älteren Verwandten. Und aus dem Grund, ja. Einfach. Ja. Wird es halt noch ein bisschen dunkler. Noch kuscheliger. Keine Kerzen. Dabei ist es eigentlich so ein schön erhellendes Thema und so toll, dass man als Arbeitnehmer diese Macht jetzt hat. Ja, ist ungünstig, dass genau jetzt das Licht ausgegangen ist, da haben Sie vollkommen recht. Macht ja nichts. Ja, und eigentlich für die Arbeitgeber ist es das große Problem, so jetzt mit diesen vielen Anforderungen, die da kommen, plötzlich umzugehen und es auch zu ermöglichen für, ich sag mal, Führungskräfte. Wie gehe ich mit jemandem um, der dann vielleicht am einen Tag erst um 11 Uhr kommt oder dann am zwei Tage zu Hause arbeitet? Wie kann ich so jemanden führen? Also
kann ich den überhaupt noch kontrollieren? Da entstehen große Ängste, aber die kann man den Menschen ganz gut nehmen. Jetzt noch eine ganz kurze Frage. In der Politik wird ja gerade viel diskutiert, gerade diese 32-Stunden-Woche, die eingebracht worden ist, also 80% Stelle für junge Eltern. Was halten Sie denn davon? Das kommt auf den individuellen Fall natürlich an. Also ich würde es nicht generell einführen, weil ich sage mal, 40 Stunden sind für viele schon knapp bemessen. Also in dem einen Einspieler kam es ja vorhin auch schon, sind dann oft eher mal 50 Stunden. Und jeder muss einfach seinen eigenen Weg finden. Wie bekomme ich alle meine Anforderungen aus dem Privatleben, aus dem Arbeitsleben und ja, unter einen Hut? Ganz kurz, Frau Skudelny, wäre das was gewesen? So eine für junge Eltern? Hätten Sie das eventuell auch eingebracht, so ein Vorschlag? Oder? Also ich glaube, ich hätte es nicht als Vorschlag für alle eingebracht, aber was richtig ist, ist, wenn sich beide Partner um das Kind kümmern wollen, dann geht es nicht anders, als dass beide ein bisschen zurückstecken. Um es mal so zu übersetzen, ohne meinen Mann hätte ich meine Zeit in der Politik gar nicht so machen können. Wäre er nicht für quasi eine Lücke gewissermaßen eingesprungen, würde das überhaupt gar nicht funktionieren. Ja, dann holen wir den. Würde ich sagen, vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Ich muss jetzt leider im Dunkeln von dieser Bühne wieder runterschicken. Aber vielen Dank, dass Sie da waren. Großen Applaus für Sie. Das ist natürlich jetzt wieder ein sehr guter Zeitpunkt, um unseren Experten wieder auf die Bühne zu rufen. Herr Seibert, bitte schön, im Dunkeln nach oben kommen. Herr Seibert, Sie haben vorhin dem Herrn Antrag diesen Stab in die Hand gegeben. Sie greifen auch schon ein bisschen weiter hinten. Möchten auch einen. Dankeschön. Einen habe ich noch. Ja. Sie haben eine Menge Erfahrung, eine Menge Berufserfahrung. Kann das denn so funktionieren, dieses Flexible, sage ich jetzt mal, in der Arbeitswelt? Ist das die Zukunft? Auf jeden Fall. Ich will mal kurz ein bisschen Empirie zeigen. In meinen Veranstaltungen, hier beim Job klemmt es schon ein bisschen, ja, frage ich das also immer ab. Und meistens, also ich nehme, das können Sie für sich auch mitmachen, wenn Sie wollen, nehmen wir mal an, die Summe ist gleich 100. Wie viel verbringen Sie so im Schnitt in Ihrer aktiven Wachzeit in den einzelnen Bereichen? Und dann wird oft aufgeschrieben 50, 60, 70, 80. Meine Hypothese, je ehrlicher die Teilnehmer, desto höher die Werte hier. Und auf die anderen Bereiche verteilt sich dann so marginal der Rest. Und das ist eigentlich schade. Und das führt eben zu diesen Effekten. Wir müssen eben in eine Balance kommen. Und die Balance ist dynamisch. Das heißt, wir müssen uns einfach Zeit nehmen für uns selber, Zeit nehmen für Sport und Fitness. Ja, da geht auch schon wieder das Licht an. Und Termine mit dem wichtigsten Menschen machen, mit uns selber. Ja. Ja, Licht ist wieder da, also noch nicht ganz, aber es wird langsam wieder heller. Das ist auf jeden Fall ein Fortschritt. Jetzt gibt es aber auch diese ganz normalen Jobs, sage ich mal, Bürojob. Man geht morgens um 9 hin, geht abends um 5 wieder nach Hause. Nicht jeder ist, jetzt ist wieder richtig schön hell. Jetzt wird es auch wieder ein bisschen wärmer hier auf der Bühne, sehr schön. Ja. Nicht jeder ist dafür gemacht, für dieses Flexible. Was können Sie denn solchen Leuten empfehlen, die daran gewöhnt sind, einfach morgens um 9 zur Arbeit, alles gut, bis um 5 mache ich meinen Job. Danach ist aber auch gut und ich freue mich auf meine Freizeit zu Hause. Ja. Der Mensch ist eben ein Gewohnheitstier und manchmal in Coaching-Situationen kriege ich auch solche Fragen gestellt und dann frage ich zurück, geht es Ihnen denn gut damit, fühlen Sie sich wohl? Ja, Herr Andrak, wenn er Ihnen gesagt ja, sage ich, warum etwas ändern? Ja? Warum jemanden zwangsbeglücken und was verändern wollen? Ja? Vielen Dank für die ganz kurze Einschätzung. Nachher hören wir Sie noch mal ein bisschen länger. Vielen Dank. Herr Seibert. Flexiblere Arbeitszeiten haben Sie nicht gerade und auch keine Kinder mit dabei bei der Arbeit, aber dafür jede Menge Spaß. Vor ein paar Jahren haben Jonathan und Michael ihren ursprünglichen Job gekündigt, sich selbstständig gemacht und das vegetarische Restaurant namens Kombüse eröffnet. Hier jetzt ein kleines Video über Jonathan und Michael. Ich bin Michael, ich bin 33, habe Anglistik und Medienwissenschaften studiert, habe danach ein Jahr lang als Kameraassistent gearbeitet, danach dann 2 Jahre bei Nintendo als Spieletester. Es gab so 2, 3 ausschlagende Punkte, weshalb die einzelnen Jobs nicht mehr funktioniert haben. Der Kameraassistentenjob damals war einfach so, morgens um 6 kam der Anruf, hey, wir müssen dahin, weil ein Haus brennt. Man konnte sein Leben einfach nicht mehr planen. Da hat
das Sozialleben einfach komplett drunter gelitten. So war es dann für mich einfach, da relativ einfach den Absprung zu finden. Ich bin Jonathan, bin 31, komme aus den USA. Ich arbeite in der Gastronomie eigentlich schon seit 13 Jahren. Vorher in den USA war ich auch Koch. Und da weiß ich, wie Sachen laufen muss. Die Kombüse gibt es jetzt mittlerweile seit anderthalb Jahren. Also im Mai 2012 haben wir eröffnet. Manchmal ist es stressig, manchmal gerät man auch ein bisschen aneinander. Manchmal ist der eine mit der Art des anderen ein bisschen unzufrieden. Ich bin halt der Stresser und Michael ist ein bisschen lockerer, aber da ist ja schön dann diese Harmonie zwischen uns beide eigentlich, dann spielt sich halt so schön ein. Und da sind auch unsere, kommt immer unseren Freunden, da sitzt man eben dann halt kurz mal hin und isst mal was mit denen oder trinkt mal ein Bier und hast dann ein bisschen dein Sozialleben in dein Laden selber drin. Das Verhältnis untereinander ist halt auch ein ganz anderes, ist halt auf einer Ebene und nicht wie, man muss immer gucken, was der Chef vorschreibt und man hat einfach natürlich die Möglichkeiten, sich da selbst zu entwickeln. Man hat die Möglichkeit zu sagen, hey, hier nehme ich mir eine Auszeit. Man hat die Möglichkeit zu sagen, ich fange lieber erst um 3 an zu arbeiten, statt morgen um 10. Wir machen das auch aus Leidenschaft. Wir wollten halt einen Laden aufmachen und sind sehr charmant. und das ist ja klar, wir machen das halt alle mit vollem Herzen und das merkt man auch. Ja, eigentlich sollte der Michael jetzt hier direkt neben uns auf der Bühne stehen. Michael war der Mann mit dem unauffälligen Bart im Gesicht. Der hat uns aber leider sehr kurzfristig heute Abend abgesagt, denn in der Kombüse, da gibt es ein paar Probleme. Mitarbeiter sind ausgefallen, da muss er einspringen. So ist es manchmal, Work-Life-Balance, manchmal ist der Teil hier unten dann doch ein bisschen weiter draußen, als man denkt. Dafür haben wir schon einen nächsten Gast, und zwar unseren nächsten Gast kennen Sie alle, da bin ich mir ganz sicher. Er heißt Innerer Schweinehund. Und zum allerersten Mal in meinem Leben habe ich ihn real und greifbar neben mir, den inneren Schweinehund. Allerdings ist gar nicht mehr so viel übrig geblieben von ihm, weil Sie hatten vorher die Möglichkeit, im Foyer auf diese blauen Zettel zu schreiben, wie Sie Ihren inneren Schweinehund überwinden und die Zettel hier dann oder die Aufkleber hier drauf zu kleben. Natürlich ja. Möchten wir jetzt auch wissen, wie unsere beiden Gäste hier auf der Bühne mit dem inneren Schweinehund fertig werden. Deswegen, Frau Skudellen, hier Antrag. Sie haben hier so kleine Aufkleber liegen. Ah, hier sind sie. Gebe ich Ihnen gerade mal. Und genau. Können Sie einfach kurz draufschreiben, wie Sie denn Ihren inneren Schweinehund loswerden. Und währenddessen. Genau, wir lesen mal so lange vor, wie Sie denn Ihren inneren Schweinehund überwinden. Vielleicht ist ja da für den einen oder anderen eine Strategie dabei. Sie müssen sich nicht melden übrigens, wer das geschrieben hat. Das ist alles anonym natürlich. Also was finden wir denn hier? Joggen gehen. Sehr schön finde ich hier auch heulen und Drogen. Das war keiner von der HDM übrigens. Das muss einer von den Externen gewesen sein. Dann. Ich muss durch ich will ersetzen. Dann haben wir hier noch Hakuna Matata, auch sehr schön. Lernen steht hier. Das war einer von der HDM. Dann Dollar, natürlich Geld, auch immer wichtig. Mit Geld kann man natürlich viel bewirken, haben wir vorhin auch gemerkt. Ist unglaublich wichtig, anscheinend bei vielen hier im Raum. Sich selbst belohnen, tut auch immer gut. Ich sehe schon, ja. Sie sind fertig. Jetzt am besten, Sie lesen es direkt selbst vor und stehen dabei auf. Auch nach einem Bier geht das noch, Herr Antrag. Boah! Aufstehen und einfach jetzt. Das ist schon längst leer. Also, ich meine. Brauchen Sie noch eins? Ja, aber es schmeckt sehr gut. Es ist nicht aus Stuttgart. Kriegen wir noch ein Bier auf die Bühne für den Herrn Antrag? Das kriegen wir doch hin, oder? Ja, genau. Einfach laut vorlesen und draufkleben. Das ist, also bei mir ist es total langweilig. Das ist laute Musik. Ja? Also auch Wanderbücher schreibe ich halt mit Punkrock. Und. Ja, wandern, echt. Also wenn es mir schlecht geht, gehe ich wandern, geht es mir wieder gut. Ja. Und langweilig. Ihr Sex habt ihr vorgelesen, oder? Haben wir noch nicht vorgelesen. Da haben wir auf Sie vertraut, dass wir genau wissen, dass Sie das auf jeden Fall vorlesen. Ich habe es eben gelesen. Mir ist es direkt entgegen. Ja, da unten. Sex, ja, klar. Schön ist auch Duschen danach. Das steht nämlich sehr direkt da, wurde wahrscheinlich thematisch. Direkt schön dran geklebt. Frau Skudellen, wie sieht es denn bei Ihnen aus? Also ich habe draufgeschrieben, Planung und Stress,
Wenn ich mir Ziele setze, also ich musste gerade in der Zeit als Bundestagsabgeordneter, aber jetzt auch sehr lange im Voraus planen, damit ich alles zusammen hinkriege. Und würde mich jemand heute Abend spontan fragen, gehen wir ins Kino, würde ich heute sagen, nein. Wenn ich sage, gehen wir in 3 Wochen ins Kino, sage ich, ja klar. Und wenn der Abend dann da ist, dann versetzt mich das vielleicht in Stress, weil ich irgendwie vorher was schneller anders oder so machen muss. Aber wenn man dann mal da ist, dann freut es einen dann doch. Und deswegen habe ich beschlossen, ich plane nur noch Sachen, die mir entweder Spaß machen oder wo ich eine gewisse Verantwortung vorhabe. Also ich habe alles, was irgendwie sinnlos ist, aus meinen Terminkalender rausgestrichen. Und dadurch, dass ich aus meiner Sicht irgendwie nur entweder spaßige oder sinnvolle Sachen mache, ist es dann auch einfacher, mich zu motivieren. Dann machen Sie es ab, kleben Sie es drauf, das tut unheimlich gut. Schönes Gefühl. So. So. Und unser nächster Gast, den wir gleich begrüßen dürfen, der kennt diesen inneren Schweinehund wahrscheinlich auch nur zu gut. Ich beschreibe jetzt einfach mal eine ganz kurze Situation, die er wahrscheinlich auch gut kennt. Der VfB Stuttgart hat verloren. Das ist in der Vergangenheit auch das ein oder andere Mal vorgekommen. Ja, Sie nicken schon. Sehr schön. Es ist Straftraining. Sonntagmorgen, 8 Uhr, es schneit draußen, ist irgendwie ungemütlich, es ist kalt. 8 Uhr, eine Laufeinheit steht da auf dem Programm. Wie kommt man da aus dem Bett? Das möchten wir gleich wissen von einem Europameister, nämlich von Hansi Müller. Seine Fußballkarriere begann beim SV Stuttgart Rot. Später war Hansi Müller einer der Leistungsträger beim VfB Stuttgart. In 42 Länderspielen trat er für die deutsche Nationalelf an. 1980 wurde er Europameister unter Trainer Jupp Derwall. Bis heute ist der dreifache Familienvater Stuttgart und dem Fußball treu geblieben. Seit 2011 ist er Mitglied im Aufsichtsrat des VfB Stuttgart. Er lebt in Korb bei Waiblingen. Ja, begrüßen Sie mit uns Hansi Müller. Hallo. Guten Abend. Herr Müller, schön, dass Sie da sind. Hallo. Und Herr Müller, gleich die erste Frage an Sie. Sie hätten den Schweinhund wahrscheinlich alleine mit blauen Aufklebern vollkleben können. Wie bekämpfen Sie denn Ihren inneren Schweinehund? Inzwischen muss ich es Gott sei Dank nicht mehr machen. Wie haben Sie es denn gemacht? Also das ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen, verloren. Nächsten Morgen Training, womöglich noch Straftraining, schlechte Witterung, tiefer Boden, Matschwetter. Also nicht gerade das, was ich so bevorzugt habe. Und da muss man dann schon wirklich durchbeißen. Aber bei richtig Schweinehund, was ein Fußball, was mein damaliger Beruf anbetrifft, ist, da denke ich immer an die Vorbereitungszeit, Sommer und Winter. Und speziell im Sommer, wenn du dann 2-3 Wochen im Urlaub warst und dann geht's in Schwarzwald, morgens um 7 wirst du geweckt, vorm Frühstück geht's 50 Grad, schätze ich mal, Manuel, einen Berg rauf. Da sagst du, was habe ich eigentlich verbrochen, dass ich jetzt bestraft werde, dass ich morgens um 7 den Berg rauflaufen muss. Du explodierst fast, wenn du oben ankommst. Und ja, also wenn man das ein paar Mal gemacht hat, dann weiß man, nicht nur, was innerer Schweinehund ist, sondern dann weiß man auch sehr gut, wie man schreibt. Aber wie haben Sie sich dann genau auf so eine Situation, wie macht man das? Also wie kommt man, wie sagt man, okay, ich stehe auf, ist es dann wirklich der Gehaltscheck, wo man weiß, am Ende vom Monat, ich krieg Geld dafür oder ist es doch was anderes? Nein, man weiß ja, wofür man es tut. Und du hast ja noch 25 andere Trottel, die mitlaufen müssen. Das ist ja das Gute. Wenn du alleine laufen müsstest, wäre es 10-mal schlimmer. Aber du sagst, die werden ja genauso bestraft. Aber du weißt, das ist die Basis für die Saison, die kommt. Und da wird der Grundstein ja gelegt, dass du eine gute körperliche Verfassung hast. Und deswegen ist es so. Und man weiß auch, es ist so grob 15 Jahre und dann ist irgendwann mal ein Ende. Ja, Sie dürfen jetzt wie Frau Scudelny und Herr Antrag auch Ihre eigene Work-Life-Balance, allerdings die Work-Life-Balance von heute, einschätzen. Wissen ja schon. Also, weil wir ja gerade von früher gesprochen haben, normalerweise wäre es jetzt so, wenn wir 30 Jahre zurückgehen würden, dann wären die drei Dinge hier, Körper, Motivation und Job, voll am Anschlag. Und dieses gelbe Teil ganz drin. Also, da gibt es entweder richtig oder gar nicht. Und heute ist es so, dass dieses Teil hier am Anschlag ist. Ja, das hält. Manuel, wenn du erlaubst, nehme ich mir das gelbe Teil mit, du darfst das blaue mitnehmen, okay? Ich sage mal, Profifußballer, das ist echt ein geiler Job. Ne? Also heute eindeutig ist Social Life, ich habe mein Büro zu Hause, habe es Gott sei Dank geschafft, als Fußballer eine wirtschaftliche Grundlage mir zu erarbeiten, dass ich nicht mehr so unter Druck bin. Natürlich mache ich noch ein paar Jobs, das hat mit Motivation zu tun. Deswegen würde ich sagen, wenn ich Job so ein bisschen rausschiebe, so 30%, kommt dieser Punkt Motivation auch mit dazu. Ich mache zum Beispiel auch Motivationsvorträge,
wo ich meine Erfahrungen aus dem Fußball, aus dem Verein, aus der Mannschaft übertrage ins Wirtschaftliche, ins Unternehmerische. Da lassen sich wunderbar Parallelen aufzeigen in Erfahrungen mit Trainer, mit Spieler, mit Manager, mit Präsidenten. Das ist ein Transfer, der immer funktioniert. Und davon hängt natürlich auch meine heutige Motivation ab, wobei ich grundsätzlich immer motiviert bin, mich zu verbessern, mich weiterzuentwickeln. Deswegen steht das noch ein bisschen weiter draußen als Job. Körper, also Schnaufen ganz mit meinem Gewicht bin ich überhaupt nicht zufrieden. Allerdings bin ich froh, dass ich seit einem Jahr nichts mehr zugenommen habe. Also ich habe das da halten können, wo es ist. Ich trinke genauso gern Bier wie der Manuel, aber noch lieber Wein. Wenn man in Italien gespielt hat, ist es so. Ich esse gern Süßes, speziell abends am Fernseher. Das haut natürlich dann richtig rein. Aber ich kriege es immer noch so hin, dass ich, wie gesagt, seit einem Jahr, sogar anderthalb, mein Gewicht stabil habe. Wie viel sage ich jetzt nicht? Es ist einiges über meinem Kampfgewicht von damals. Ich habe einen Fitnessraum mit einer Rudermaschine, einem Fahrrad. Das war mein Vorsatz fürs neue Jahr, dass ich sage, ich muss ein-, zweimal die Woche mindestens was tun. Einmal in der Woche kicke ich noch mit meinen alten Jungs eine Stunde. Also Körper, würde ich sagen, schwächste von allem, aber immerhin in Bewegung. So würde ich es heute einschätzen. Und wie gesagt, die Situation privat ist wunderbar. Ich habe Zeit für meine drei Kinder, für meine Frau, für die Familie. Ich bin unabhängig, ich kann mal von einem Moment auf den anderen entscheiden, ich mache jetzt dies oder jenes, bin mein eigener Herr. Und das ist für mich eigentlich Lebensqualität. Da reden wir vom Faktor Zeit. Jetzt, genau, da kann man schon mal. Wir haben natürlich noch viele Fragen, aber ich würde sagen, wir gehen einfach rüber, ist ein bisschen gemütlicher, ja, auf unseren schönen Holzstühlchen Platz hier zu nehmen. Genau, Sie können sich genau hier hinsetzen. Einfach. Wenn mich meine Frau übrigens fragt, wie war es denn in der bei Conmedia, in der Hochschule der Medien, da sage ich, werde ich ja sagen, du, der Antrag, der hat sich einen reingezogen auf der Bühne. Das ist unglaublich. Ist schon beim zweiten Bier. Wir sind noch nicht am Ende. Er wird vielleicht die 4-5, kriegen wir hin. Schauen wir mal. Ich denke, 5 Minuten ist Schluss. Da würde ich sagen, schauen wir auch nochmal. Sie sind dem Fußball ja wirklich treu geblieben. Sie sind im Aufsichtsrat vom VfB. Sie haben auch gerade gesagt, Sie kicken noch. Ab und an mit den Altherren, nehme ich dann an. Wer ist da so alles dabei? Naja, Europameister also, vielleicht noch dabei? Oder? Sogar ein Weltmeister, Güter okay. Buchwald. Also ich kicke jeden Montag auf Kleinfeld mit den Alten. Das reicht von 40 bis 70, da ist alles dabei. Kicken wir eine Stunde, 6 gegen 6, 7 gegen 7. Aber im Sommer haben wir natürlich Spiele mit der VfB-Traditionsmannschaft. Das organisiert der Peter Reichert, frühere Spieler, der ist Fanbeauftragter beim VfB. Und da ist natürlich Güter Buchwald, die Försterbrüder, Krasimir Balakow, Freddy Bobic, wenn er Zeit hat, als Manager vom VfB, Maurizio Gaudino, Fritz Walter, Karl Allgöwer. Also wir haben schon eine gute Truppe am Platz. Und das macht dann richtig Spaß. Also 10, 12 Spiele im Sommer machen wir immer. Ihr ältester Sohn live kickt auch, allerdings nur hobbymäßig, sage ich jetzt mal. Kicken Sie ab und zu mit ihm? Ja, wenn er Zeit hat, neben seinem Studium, macht er montags mit. Und er ist jetzt 25 und ist noch natürlich in der Blüte seines Lebens, voll fit und hat, kann einfach gut kicken. Wer ist schneller? Also bei der Traditionsmannschaft sagen sie immer, wenn sie mich kicken sehen, Mensch, der ist gar nicht mehr so langsam wie früher. Aber ich würde mal gerne noch einen Tag die Schnelligkeit haben von meinem Sohn heute, dann könnte ich nochmal so richtig gut zocken. Hätten Sie Ihrem Sohn denn auch die Profifußballkarriere empfohlen? Das muss ja immer jeder für sich selber entscheiden. Und bei mir war es damals so, ich war 18, bin deutscher Meister geworden mit der A-Jugend, habe anschließend einen Profivertrag bekommen. Das war alles so selbstverständlich, eine ganz unkomplizierte Entwicklung. Und bei meinem Sohn war es so, dass er beim VfB in der Jugend gespielt hat, 5 Jahre. Und mit 16 dann irgendwann gesagt hat, es wird zu viel, die trainieren heute 7-8 Mal in der Woche. Versäumen Unterricht, weil auch vormittags trainiert wird. Und wenn das dann einfach zu viel wird, sagt man, ich möchte einen anderen Weg gehen. Wichtig ist, dass ich habe ihn dann auch nicht gepusht. Ich habe ihm gesagt, ich unterstütze dich, aber wenn du dich für was anderes entscheidest, dann ist das in Ordnung. Denn er muss sich wohlfühlen in seiner Haut. Er muss das machen, was ihm Spaß macht, was ihm Freude macht und nichts anderes. Die vielen Trainingszeiten sind vielleicht eine Belastung für die Profifußballer. Jetzt ist ja auch für Fußballfans ist ja der Verein oft die Religion quasi und da lastet doch auch ein hoher Druck auf den Fußballern. War der Druck eine Belastung für Sie? Also Druck
wer hat keinen Druck? Wir müssen alle irgendwo im Leben unsere Leistung bringen. Ich denke einfach, dass wenn man sein Hobby zum Beruf macht, ist es zunächst was Wunderbares. Und man lernt ja auch dann, man spielt vor 30, 50, teilweise im Neckarstadion 70.000. Ich habe mal in Rio de Janeiro vor 170.000 gespielt. Du gewöhnst dich ans Publikum, an die Erwartungen und du weißt genau, wenn du heute schlecht spielst oder auch verlierst, dann gibt es ein Brett. Und wenn du gut spielst und noch ein Riesentor machst, dann bist du der Hero für ein paar Tage. Das ist wie überall im Leben, hat alles zwei Seiten. Und man muss sich mal überlegen, man spielt 15 Jahre Profifußball und hat die Möglichkeit, sich existenziell abzusichern. Das ist was Tolles und ich bin froh, dass ich, wie vorhin angesprochen, dass es mir gelungen ist. Jetzt gibt es natürlich ein Thema momentan, über das kommt man nicht drum rum, wenn man über Fußball redet, das Outing von Hitzlsperger. Haben Sie das gewusst, oder? Ich habe es nicht gewusst, wobei ich auch sagen muss, also mir wird die ganze Diskussion viel zu hoch gehängt. Es gehört zu unserem Leben, dass es schwule Männer gibt, lesbische Frauen. Es muss jeder für sich selber entscheiden. Und dass das jetzt so in der Öffentlichkeit breitgetreten wird, halte ich für wirklich, muss ich sagen, total übertrieben. Es ist jeder für sein Leben selber verantwortlich. Und ich lese da gar nicht groß die Artikel oder interessiere mich nicht dafür, weil ich sage, das muss jeder selber wissen. Wenn ich jetzt so an mich denke, was ich mache als Ausgleich zum Stress, dann gehe ich gerne raus, ich mache Sport, ich gehe in die frische Luft. Was macht man denn als Profifußballer zum Ausgleich vom Stress? Also ich habe früher gern Tennis gespielt, das ist eine wunderbare Sportart. Geht das eigentlich noch? Also es sind ja dann wirklich körperlich aktiv gewesen, dann noch Tennis spielen, hat man da die Kraft noch zu? Ja, ich rede jetzt von Urlaub oder auch mal vom freien Tag, wo man sagt, man rennt ja da nicht zwei Stunden wie ein Irrer über den Platz, da spielen wir vielleicht auch mal doppelt und das Ballgefühl hilft ja da ein bisschen auch. Ich bin ein leidenschaftlicher Skifahrer, allerdings wenn ich es übertreibe mit meinen großen Skifahren in Tirol, dann kann schon sein, dass nach zwei Tagen das Knie ein bisschen dick ist, aufgrund der Verschleißerscheinungen, aber nach wie vor ist für mich Fußball alles und das wird mich auch bis an mein Lebensende begleiten. Ohne Fußball kann ich nicht sein. Herr Antrag, wie sieht das bei Ihnen aus? Was machen Sie so? Ich kann auch ohne Fußball nicht sein. Er ist großer Köln-Fan. Aber erst FC Köln, ja, genau. Kölner Alarv. Ah, Kölner sind auch da, sehr schön. Was war die Frage? Wie gehen Sie mit Ihrem Stress um? Was machen Sie dagegen? Wenn Sie beim Wandern mal wieder so richtig Stress haben. Nee, also wirklich, also das hört sich ein bisschen blöd an, aber mit frischer Luft ist das ja auch schon abgedeckt und bei mir ist es halt das Wandern. Es muss auch nur mal irgendwie anderthalb Stunden in den Wald um die Ecke sein und ob das jetzt berufliche oder private Probleme sind, irgendwie lösen die sich auf. Ein Wohlgefallen und dann weiß ich, jetzt geht's weiter. Frau Scudelny, bei Ihnen? Joggen oder Reiten. Also ich habe zwei Hobbys und beide sind draußen und am besten irgendwas machen, wo irgendwann mal das Hirn abschaltet und es funktioniert bei beidem. Jetzt wissen wir, wie das unsere Gäste hier auf der Bühne machen, aber wie sieht es denn bei Ihnen aus? Sind Sie so eher der sportliche Typ, der sagt, okay, ich muss mich bewegen, ich muss meine Aggression, meinen Stress irgendwie rauslassen, das ist jetzt die gelbe Karte, oder wenn Sie sagen, nee, ich mache es gemütlicher, ich lege mich aufs Sofa, ich lese mal ein Buch, dann die blaue Karte bitte. Auch wieder ganz spontan nach oben. Es ist ziemlich, wobei mehr gelb, würde ich sagen. Bisschen hinterher, ne? So. Sind aber gleich fertig. Dann bleibe ich doch gerade mal bei Ihnen hier stehen. Sie haben die gelbe Karte nach oben gerissen. Warum denn, wenn ich fragen darf? Ja, so, wenn ich tagsüber am Geschäft bin oder Zeit habe, dann muss ich raus. Wenn die Bewegung fehlt, dann fehlt mir einfach was. Wir müssen aufs Fahrrad oder müssen raus in den Wald, ein, zwei Stunden weg. Das ist für mich Entspannung. Was genau? Also Mountainbiken haben Sie gerade? Mountainbike, ja, wir werden im Schwarzwald oder auch einfach nur spazieren gehen, einmal nach Hausacker rum abends, eine Stunde oder zwei Stunden. Das ist das, was der Ausgleich bringt. Einfach? Frische Luft, raus, durchschnaufen, Kopf frei und einfach dann geht es wieder besser. Dankeschön. Jetzt nochmal die blauen Karten nach oben bitte. Wird immer weniger. Ist nicht ganz so beliebt hier. So, dann bin ich doch mal bei Ihnen ganz kurz. Blaue Karte, also mit dem Aggressionsabbau, mit dem aktiven... Nee, also Sport ist Schmott. Sport kommt für mich überhaupt nicht in Frage. Was ich mache, ist, ich gehe zweimal täglich mit meinem Hund raus zum Laufen. Aber sonst zum Abschalten lese ich eigentlich auch mal gern ein Buch. Was lesen Sie momentan? Ein Roman, also nichts Bewegendes.
Also einfach gut. Zum, ja, einfach, einfach, was einfach ist, einfache Lektüre zum ein bisschen Abschneiden. Ja. Vielleicht ist das die Lösung, jeder macht, was ihm am besten gefällt. Vielleicht mit dem Hund rausgehen ist ja auch schon so eine Art Sport. Ja, jetzt sind wir schon fast an der, am Ende von der Comedia 2014 angelangt. Herr Antrag, was haben Sie denn mitgenommen von heute Abend? Außer die Gratisbier, die Sie hier abstauben am laufenden Band. Bitte was? Das machen Sie einfach. Also ich fand das irgendwie sehr überzeugend, dass ich jetzt ja diesen Zollstock habe, der mich immer daran erinnert, mit den schönen Sachen im Leben nicht zu lange zu warten, weil, genau, die Sekunden verrinnen und genau, der letzte Tag hat heute begonnen. Der erste Tag vom letzten, das jüngste Wer Gericht traurig, hat. Das Bier, was genau. Ist ja schön, wenn Sie am letzten Tag noch bei uns sind, ist ja, genau. Dann ist ja alles gut. Frau Scudelny, was hat Sie am meisten beeindruckt? Also ganz ehrlich, man muss ja immer Ziele haben im Leben und jedes Lebensphase hat ihre Zeit und ihre Ziele. Und ich glaube, mit dem, was Hansi Müller daraus gezogen hat, habe ich auf jeden Fall mein Ziel jetzt entdeckt. Und ich arbeite daran, dass ich auch, wenn ich in ein paar Jahren vielleicht nochmal eine ähnliche Bilanz ziehe, dass ich dann auch den gelben Pfeil ganz rausziehe und den Rest ein Stück zurück. Also ich glaube, das wäre jetzt so meine Vorstellung der nächsten 15 Jahre. Herr Müller? Also erstmal bedanke ich mich für das tolle Weißweinschorle. Ich bin doch nicht zu kurz gekommen. Manuel, nimm das auch wieder zurück, was ich meiner Frau sagen werde. Ja. Wir geben doch gleich noch Gas, oder? Aber hallo. Kölsch gibt's ja auch, ne? Ehrlich? Ja, Wahnsinn, gibt's auch. Was nehme ich mit? Also zunächst mal, dass wir heute Abend zwei wunderbare Moderatoren gehabt haben. Vielen Dank. Jawohl! Großes Kompliment. Ich glaube, Professor Ferdinand und Kollegen müssen sich keine Sorgen machen, für Nachwuchs ist gesorgt in der Branche. Und dass es immer wieder was Schönes ist, ich war sehr neugierig, wie wird das heute Abend hier ablaufen. Ich weiß, dass ihr euch unglaublich bemüht habt, so ein Event auf die Beine zu stellen, das ist nicht ohne. Und auch dafür ein Kompliment an die ganze Truppe, die das bewerkstelligt hat. Und ich nehme für mich mit, dass es immer wieder wunderbar ist, mit Menschen zusammenzukommen. Egal wer das war, ob eure Helfer, ob die Talkgäste hier bis hin zu euch. Es ist immer wieder eine Bereicherung, übers Leben, über unsere Dinge zu sprechen, die uns beschäftigen. Und deswegen nehme ich für mich für heute Abend von heute Abend ganz viel mit nach Hause. Das wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen irgendwo wieder im Kopf festsetzen. Aber ich habe den Abend sehr, sehr genossen. Das freut uns sehr. Ja, wie anfangs besprochen, gibt es ja noch diese weißen Karten hier, die jetzt zum Einsatz kommen. Und zwar, dass Sie auch noch was Haptisches mit nach Hause nehmen können, haben wir eine kleine Schlussübung für Sie vorbereitet, die Ihnen jetzt Herr Seiwert erklären wird und auch mit Ihnen machen wird. Einen großen Applaus nochmal bitte für unseren Experten, Herr Seiwert. Bitte schön. So, angesichts der fortgeschrittenen Zeit zwei Dinge. Erstens, diese kleine Karte ist im Grunde genommen selbsterklärend. Sie kennen das vielleicht von anderen Schwäbisch, die wo heute Abend nicht hier sind. Man geht auf Veranstaltungen, hat die eine oder andere Idee und sagt, ab morgen wird alles völlig anders, was passiert, aus dem Auge, aus dem Sinn. Und deshalb ist ein Klassiker die Schriftlichkeit. Und in Ihrem eigenen Interesse möchte ich Sie motivieren, diesen Stift zu nehmen, die Karte, und da waren so viele tolle Anregungen heute Abend, ob in den Videos oder den Talks, die Frage zu stellen, was werde ich heute Abend, was werde ich ab morgen mehr tun für einen meiner Lebensbereiche? Was werde ich möglicherweise anders tun? Was werde ich nicht mehr tun? Oder was werde ich weniger tun? Ja, Erich Kästner sagte so schön, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Dankeschön. Und als zweites möchte ich Ihnen noch eine kleine Gute-Nacht-Geschichte mit auf den Weg geben. Möchten Sie? Okay, Sie haben es so gewollt. Die Geschichte handelt von einer erfahrenen Persönlichkeit, die schon irgendwo im Ruhestand in einem südlichen Land in ihrem Alterswohnsitz das restliche Leben genießt und einigen jungen, vorwitzigen Studenten,
die diese alte, erfahrene Persönlichkeit einmal reinlegen wollten. Dazu haben sich eine kleine Strategie überlegt. Sie haben einen kleinen weißen Vogel gefangen, um diesen alten, weisen Mann zu fragen, ist der Vogel tot oder lebendig? Und ihre Strategie war wie folgt: Würde er sagen, Vogel ist tot, würden sie die Hand öffnen, er würde davonfliegen. Oder wenn er sagen würde, Vogel ist lebendig, Sie wissen schon, theoretisch, egal wie er antwortet, er würde immer schief liegen. Also sie fahren zu seinem Altersruhesitz, werden auf eine Tasse Whisky oder Wodka eingeladen. Und nach einer halben Stunde fragt er seine jungen Besucher, liebe Freunde, was kann ich für euch tun? Und der Wortführer sagt, hör mal, du hast auf jede Frage in deinem Leben immer die richtige Antwort gewusst, aber jetzt werden wir dich reinlegen, ist der Vogel tot oder lebendig? Und der alte, weise Mann guckt seine Besucher lange und freundlich an und sagt, liebe Freunde, die Antwort liegt ganz in eurer Hand. Und was ihr aus diesem Abend mitnehmt und umsetzt, es liegt ganz in eurer Hand. Viel Erfolg und auf Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Seibert, für Ihre Expertise am heutigen Abend. Und wir gehen nochmal zurück, so einen kleinen Schritt an den Anfang. Sie erinnern sich vielleicht noch, bei uns, wir hatten am Anfang Bhutan als Thema, hinten auch schön mit den Bergen, dass es so ein bisschen optisch dargestellt ist. Und wir haben uns, das, ich glaube, dort wird ja das Glück staatlich erfasst. Und wir haben uns die Frage gestellt, wir haben Ihnen die Frage gestellt, sind Sie glücklich? Und manche haben nicht spontan einen Zettel nach oben gerissen, sondern bei denen hat es ein bisschen gedauert. Das ist aber eigentlich gar nicht schlimm. Hauptsache, man denkt mal drüber nach und das ist schon der erste Schritt in die richtige Richtung. Und jetzt hat auch Elsa noch eine kleine Geschichte für Sie. Fragt die Lehrerin ihre Schüler, was wollt ihr einmal werden? Streckt ein Kind und antwortet, glücklich. Sagt die Lehrerin, ich glaube, du hast die Frage nicht richtig verstanden. Antwortet das Kind, ich glaube, sie haben das Leben nicht richtig verstanden. Ja, das war's schon. Wir sind etwas länger geworden, als wir eigentlich gedacht haben, aber die ConMedia 2014 ist jetzt vorbei. Vielen Dank an unsere klasse Gäste Manuel Antrag, Hansi Müller, Herr Seibert, Frau Skudelny. Vielen Dank. Vielen Dank auch an Muna Hasaballa, Martin Fohler, Michael Dester, nee, der war nicht da, Neil Buschila und Dennis Stolze. Ich bitte Sie auch alle auf die Bühne. Und natürlich möchten wir uns auch noch bei Ihnen bedanken. Sie waren nämlich ein richtig klasse Publikum heute Abend, haben super mitgemacht. Die Karten dürfen Sie übrigens mit nach Hause nehmen. Vielleicht ist ein neues Kommunikationsmittel zu Hause. Hat ja bei uns super funktioniert. Und es gibt nicht aufstehen gleich, obwohl da hinten gibt es noch was zu trinken. Also es gibt Bier und eventuell kein Bier mehr. Und eventuell für die Autofahrer noch eine kleine Saftschorle. Also wir können uns nachher da hinten noch ein bisschen treffen, uns noch ein bisschen unterhalten, den Abend schön ausklingen lassen. Essen gibt es, glaube ich, auch noch. Jetzt aber erst nochmal Elsa, bitte. Ja, ein riesengroßes Dankeschön auch an das ganze ConMedia-Team. Sie haben 34 Studenten haben ein ganzes Semester lang die ConMedia von Anfang bis Ende vorbereitet. Und deswegen bitten wir jetzt das ganze ConMedia-Team auf die Bühne. Kurz rund. Oh.
Natürlich möchten wir uns aber auch noch bei unseren Professoren bedanken, die uns das ganze Semester kräftig unterstützt haben. Und dazu bitte ich nochmal die Professoren Eckhard Wendling, Professor Stefan Ferdinand und Herr Markus Wendling zu uns auf die Bühne. Großen Applaus bitte. Dankeschön noch an unsere zwei Moderatoren Elsa Rüff und Martin Hoffmann, die uns so wundervoll durch diesen Abend und diese Show geführt haben. Zum Schluss nochmal auch einen herzlichen Dank an unsere zwei Projektleiter Judith und Andi. Und auch von uns, von den Comedianern, ein herzliches Dankeschön an Sie. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht und jetzt noch einen schönen Abend. Thank you.